Schon viele haben sie lautstark beklagt, die angebliche Kostenloskultur im Internet. Musikfirmen, Filmstudios und immer wieder am lautesten die Zeitungsverleger. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG, hat in der letzten Woche diese Litanei auf interessante Weise variiert. In einem Interview mit dem Handelsblatt erklärte Döpfner die Kostenloskultur kurzerhand für beendet. Eine Rückkehr zur Normalität will er entdeckt haben, denn, so Döpfner, immer mehr Menschen seien bereit, für journalistische Inhalte Geld zu bezahlen. Willkommen zum Klabautercast Nummer 92. Ich sitze hier mit Duracell. Hallo Duracell. Hallo Maha. Ja, und heute geht es um Gratiskultur. Duracell, was zeichnet dich aus? Warum bist du für das Thema Gratiskultur so gut geeignet? Ich interessiere mich dafür und habe mich da eingelesen und habe auch die Sachen, die es so gibt, verfolgt. Man muss ja auf dem Laufenden sein, was man denn benutzen möchte oder nicht benutzen möchte und was es für Alternativen gibt, also die Ungratiskultur, also wenn ich dann doch was bezahlen möchte, wie mache ich das dann richtig und wo vor allen Dingen? Ja, genau, das wollen wir heute so ein bisschen erörtern. Falls ihr euch wundert, warum sich das hier so anhört wie im Flughafen, wir sind auf so einer Art Flughafen, wir sind bei der SIGINT in der ersten Etage und unten ist halt leider noch ziemlich viel Betrieb, obwohl es schon kurz vor eins ist in der Nacht. Und naja, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Ist halt so, wie es ist. Und ja, wir müssen damit leben, dass wir ein bisschen Geräusch im Hintergrund haben. Ja, und zum Einstieg kann ich noch mal kurz was sagen zu Gratiskultur oder auch Kostenloskultur. Das ist natürlich ein Kampfbegriff. Ein Kampfbegriff der Content-Mafia, die halt sagt, ja, die wollen alles kostenlos, alles gratis. Wobei ich Gratiskultur ein bisschen besser finde. Ich habe mich eben gerade nochmal informiert über das Wort gratis. Die Etymologie von gratis ist natürlich, das bedeutet tatsächlich auf Lateinisch aus freien Stücken. Also weil es angenehm ist, wird etwas verteilt und nicht gegen Geld. Ja, also das ist schon eine interessante Wortbildung. Und es ist wohl tatsächlich so, dass im Internet Leute irgendwelche Dinge ins Netz stellen aus Spaß und Erfreut. Einfach eben gratis. Und ja, das ärgert natürlich andere. Ja, wir wollen das Ganze historisch angehen. Wir beginnen also am Anfang des Internets, beim Usenet. Vielleicht kannst du kurz sagen, was das ist. Ja, also erstmal wollte ich kurz noch dazu fügen, es geht eben um quasi die ungewollte Gratiskultur. Also nicht Creative Commons und nicht der Urheber gibt es frei, sondern der Urheber möchte eigentlich Geld dafür haben und trotzdem ist es umsonst verfügbar. Ja, es geht um den Vorwurf, dass im Internet alle Leute alles für umsonst wollen, genau. Was halt immer kommt. Und wir können ja das Ergebnis hier schon mal vorausschicken. Es ist ja gar nicht so, dass die Leute, die was downloaden oder so, wirklich alles für umsonst kriegen oder bekommen. Also um das berühmte Bild vom Urheberrechtspodium, auf dem ich neulich war, nochmal zu gebrauchen. Da hat ja einer gesagt, ja, eine Bäckerei, die ihre Brezeln verkaufen will, hat schwer, wenn es auf der anderen Straßenseite eine Bäckerei gibt, wo die Brezeln verschenkt werden. Und so sei das im Internet, da würden die Brezeln auf der anderen Straßenseite verschenkt. Und so ist es halt nicht. Wir werden dann also feststellen noch, dass wenn man in die kostenlose Bäckerei, in die vermeintlich kostenlose Bäckerei geht, dann prallen einem zunächst so die Werbebanner entgegen, irgendwelche nackten Brüste und sonst was, was man eigentlich nicht sehen will. Und dann muss man auch noch Eintritt zahlen und dann muss man ewig lange auf seine kostenlosen Brötchen warten, es sei denn, man legt Cash auf den Tisch, meistens mehr, als die Brezeln auf der anderen Seite kosten würden. Und dann gewöhnt man sich da schnell ab und geht dann doch zur normalen Bäckerei. Also wie gesagt, mit der Gratiskultur ist es nicht so weit her. Ich finde auch schön, dass du gesagt hast, downloaden, weil das ist ja eigentlich, früher war downloaden ja automatisch auch ein Begriff des Illegalen. Das hat sich ja wirklich erst seit kurzer Zeit gewandelt. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drauf kommen.
wie, wie sich das gewandelt hat, dass überhaupt Download legal sein kann. Ja, ja. Gut, dann fangen wir an mit der Geschichte. Also wir sind an den Anfängen des Internets und da gab es sowas wie das Usenet. Und du wolltest mir erklären, was das Usenet ist. Ich möchte dir erklären, was das Usenet ist. Ja, ich habe da keine Ahnung von. Das Usenet ist an sich eine ja, sehr alte Struktur, die die News-Server beinhaltet, wo sich Leute austauschen können, wo man quasi Postings machen kann, was später auch als Forum eine Renaissance erlebt hat im WWW selbst, aber das Usenet ist ein eigenes Protokoll und da gibt es eben verschiedene Kanäle, wo man sich einklicken kann und wo man eben mit anderen Leuten diskutieren kann. Üblicherweise ist es eben reiner Text. Mhm. Und es gibt eben auch Ausnahmen, das sind die sogenannten Binary Groups. Da gibt es dann eben auch wirklich Dateien zum Download. Jeder Art. Allerdings ist es sehr verpönt, weil zu den Anfangszeiten des Internets war es ja so, da war die Bandbreite teuer und nicht vorhanden. Da wollte man sich eigentlich keine großen Dateien runterladen und die Anbieter wollten sie auch nicht anbieten, weil das eben ihr Traffic war, den sie da verbraten haben. Deswegen gab es diese Binary Groups immer nur in sehr eingeschränktem Maße. Das heißt, man musste sich wirklich bemühen, um da ranzukommen. Das ist heute anders. Es gab quasi irgendwann die Idee, dass man diese Binary Groups ja auch mal benutzen könnte, um damit Geld umzusetzen. Und zwar nicht zu wenig. Deswegen haben sich dann ein paar findige Leute dazu entschlossen, das als Abonnement anzubieten. Das heißt, man zahlt Geld, kriegt inzwischen eine schöne Suchmaske, ein Programm, da klickt man drauf und tippt dann ein, den Film oder die Software oder was auch immer man gerade haben möchte und dann wird eben in der Datenbank des Anbieters gesucht, auf welchem Usenet-Server oder in welcher Gruppe das in welchem Posting mal angehängt war, wie bei einer E-Mail eben als Anhang. Und dann kann man das auch über diese Software direkt runterladen. Das heißt, ich suche vielleicht nach einem aktuellen Film und der sagt mir dann hier, das sind deine 40 Dateien, die sind dann 100 Megabyte, die lade ich dann runter und packe sie dann. Das ist dann eine ZIP-Datei oder ähnliches. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch so, hat eigentlich eine ziemliche Renaissance erlebt. Ich habe mal vor einiger Zeit sowas angesehen, war ein Vortrag über das Internet und wie das Internet sich, also wie das sich so gestaltet, welche Dienste zu welcher Zeit en vogue waren. Also es war so richtig so eine Zeit, also war so eigentlich so ein historischer Vortrag. Und da sah man eben, dass diese das NNTP-Protokoll, das ist das, glaube ich, das Usenet-Protokoll, genau, dass das irgendwie in den letzten Jahren unheimlich wieder angestiegen ist. Ja, und das muss offensichtlich daran liegen, dass genau die Leute da wieder darauf zurückgekommen sind, um sich Dateien runterzuladen. Genau, aber es ist halt, der neue Fokus ist halt wirklich auf Dateien runterladen, also nicht mehr auf das alte, was es immer noch gibt, also es ist nicht ausgestorben. Ja. Da gibt es wirklich noch viele Leute, gerade eben, die damit aufgewachsen sind, die da in diesen Gruppen diskutieren und sich austauschen. Aber dieses wirklich Neue ist halt das Binary. Und da interessiert die Leute auch nicht, wer da jetzt einen netten Text zuschreibt, sondern da geht es halt knallhart um Dateien. Mhm. Mhm. Und der negative Punkt daran ist, neben jetzt den Urheberrechtssachen, ist, dass eben das nicht günstig ist. Also es kostet dann pro Monat Geld. Es gibt da verschiedene Anbieter. Also einer der Anbieter ist Usenext oder war Usenext, die massivst auf anderen Plattformen, zu denen wir später nochmal kommen, geworben haben, eben mit dem, auf dieser Plattform kommst du langsam an deiner Datei, nimm dir jetzt Usenext, dann hast du schnell den neuesten Film. Also warte, es gibt nicht mehr, das Usenext? Gar nicht mitbekommen, ich bin da nicht auf dem Lauf. Da gab es auch einen Aufschrei, dass eben das Usenext, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall gibt es meines Wissens nach nicht mehr, oder es gab auf jeden Fall eine Zeit lang Probleme. Also im Internet gibt es noch, aber ja, das war halt immer wieder so ein bisschen hoch, ein bisschen runter, weil eben schon am Rande der Legalität. Also aktuell gibt es wohl wieder oder noch. Ich hatte damit auch nicht so viel zu tun, weil das eben eine sehr dubiose Firma ist, die eben durch diese Werbung halt einfach knallhart versucht, die Leute zu ködern mit bei uns bekommst du. Also ich habe jetzt mal die Seite hier und da steht eben auch ihr unbegrenzter Zugang in die faszinierende Welt des Usenet und da steht eben auch, laden Sie jetzt mit DSL-Geschwindigkeit
jeden Content runter. Hm. Also da will man auch ganz klar die Leute damit ködern und eben, ja, da gibt es zum Beispiel auch dann Gratis-Testtage, die sich automatisch in ein teures Abonnement verlängern, wo man wirklich gucken muss, dass man kündigt. Also da werden Leute eiskalt geködert. So Abo-Fallen. Genau. Mhm. Man wird geködert in der Testzeit, dass alles schön ist, und wenn es dann doch nicht so schön ist, dann muss man sich bemühen, um da wieder rauszukommen. Also man gibt dann auch sofort seine ganzen Daten ein, damit natürlich auch am Ende der Testzeit auch direkt abgebucht werden kann. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, das gibt es schon sehr lange, also da erinnere ich mich auch noch dran, so an meiner Anfangszeit im Internet mit Usenet, da gab es tatsächlich, also da konnte man sich auch, also ich war gar nicht auf die Idee gekommen, dass man was Illegales runterladen konnte, aber es gab halt eben auch irgendwelche Distributionen und sowas alles. Ja, also ich glaube, die ersten, das war noch gar kein Linux, das war irgendwie noch OS halbe oder was man sich da runterladen konnte. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe da irgendwelche Betriebssysteme runtergeladen. Das waren, glaube ich, noch vor Linux. Also das gab es schon. Ja. Und ansonsten halt das Usenet genutzt, um mich zu informieren. Ja. Genau, und eben das Usenet selbst hat halt eben keinerlei Kosten. Das sind halt nur die Anbieter, die dir den Zugang dazu geben, die dann Geld von dir verlangen oder auch nicht. Aber das Nicht ist eben kaum vorhanden. Also es gab News-Server oftmals bei den eigenen Providern. Wenn man bei der Telekom war, haben die einem sowas zur Verfügung gestellt. Hm. Andere haben es auch gemacht, LSA, wer auch immer. Schalten es aber auch immer mehr ab. Also es ist sehr selten geworden. Und dort waren diese Binary-Groups aber auch größtenteils nicht vertreten. Einfach aus Grund der schwammigen Legalität und eben aus Grund des Traffics, der da einfach rübergeht. Das war halt vor YouTube und ähnlichen Sachen, wo man massig Traffic verbrät. Da war Traffic noch wirklich was. Ja, ja, klar. Ist. Also ich habe ja damals auch mit so einem komischen langsamen Modem da im Internet gehangen und musste dann immer als armer Assistent hatte ich immer so Telefonrechnungen von 200 bis 300 Mark im Monat. Das hat schon ganz schön reingehauen. Und naja, und es war halt unheimlich langsam. Man hat halt immer nur gewartet da. Also das war ganz furchtbar. Ja, also gab es denn da, ich meine, wenn der schon so alt ist mit dem Usenet, gab es denn da nicht irgendwie auch schon spektakuläre Aktionen der Content-Mafia dagegen? Also damals ist es mir jetzt nicht bekannt. Also es ist wirklich mit dieser aggressiven Bewerbung kam es halt dann noch in den Fokus des, sage ich mal, normalen Konsumenten. Darauf war diese Werbung ja auch eindeutig ausgelegt und damit eben erst ins Auge der Content-Industrie, die dann auch sich dagegen ganz klar wehrt. Also Usenet hat eben dauernd Verfahren am Hals, die eben sagen, ja, ist es jetzt legal oder nicht, da ist man sich jetzt nicht so einig. Das ist wie bei vielen Sachen, das ist halt jemand, der die Daten zur Verfügung stellt oder den Zugang zur Verfügung stellt, also eine Art ISP. Da ist es halt sehr schwierig, die abzuschätzen, wo jetzt die Legalität ist. Da ist man in Deutschland auch, soweit ich weiß, gibt es da keine endgültigen Urteile, die man da ranziehen kann. Also es ist immer mal wieder der eine gewinnt, der nächste geht in Berufung, dann gewinnt mal wieder der, das ist halt ein Hin und Her. Gut, also diese ganzen Geschichten sind erst, diese juristischen Maßnahmen sind dann doch erst neueren Datums. Ist, soweit mir bekannt ist. Also ja. Naja, aber ich glaube, dass das Usenet wirklich immer noch, also wenn ich so höre von Leuten, die sich Sachen runterladen, ich glaube, dass das wirklich noch eine interessante Option ist. Und diese Statistik zeigt es ja auch ganz eindeutig, dass das NNTP-Protokoll so wieder zunimmt in den letzten 10 Jahren. Das ist schon normal. Genau, da haben wir auch was Besonderes, denn da zahlt man halt auch wirklich und bekommt halt diese GUI, wo man auch Sachen sucht. Das ist bei den anderen Punkten, worauf wir später kommen, nicht unbedingt mehr der Fall, dass man wirklich da, wo man sucht, auch direkt es bekommt, sondern dass man halt weitergeleitet wird und dass man auf der einen Maske sucht und auf der anderen lädt man es dann runter und so weiter. Was es natürlich dann auch einfach macht. Benutzerfreundlich. Naja. Also wirklich konsequent benutzerfreundlich umgesetzt. Ja, ja. Gut, wir haben jetzt noch so eine andere Sache, die ziemlich alt ist, die aber, glaube ich, ungefähr gleichzeitig schon, das ist, glaube ich, schon Usenet-Zeit, die Kopien per Post. Genau. Das, was man heute jetzt noch Das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Genau, vielleicht kennt, dass man die Festplatte beim Kumpel anstöpselt, war halt damals eher, dass man die Diskette zu einem... Ja, es gab Disketten, genau. Genau, diese magnetischen Scheiben, die man da noch hatte, dass man die halt zu einem Fremden schickt und der einem was zurückschickt, was man halt so brauchen kann. Mhm.
was prinzipiell auch von jüngeren Leuten sehr gerne benutzt wurde, die sich halt die Software dann auch nicht leisten konnten. Mhm. Aber ob das jetzt nur so war, das ist natürlich Spekulation. Allerdings gab es dann interessante erste Ansätze der Abmahnindustrie, muss man schon sagen. Der Herr von Gravenreuth, genau. Den man auch gerne mal googeln kann, denn er hat einiges verbrochen in seinem Leben, möchte ich mal sagen, hat die sogenannten Tanja-Briefe verschickt. Genau. Er hat sich so ein Model geholt. Also Tanja, und die ist dann irgendwie, hat er glaube ich irgendwie mal abgebildet, ich weiß gar nicht. Das weiß ich auch nicht mehr. Also auf jeden Fall, dieser Tausch war halt in Zeitschriften, da hat halt jemand gesagt, hier, ich habe jetzt die und die Software, oder hier, ich suche jetzt die und die Software. Und das ist natürlich schon direktes Angebot, und da ist er eben drauf eingegangen, hat dann gesagt, also es ging da auch um Geld, also man tauschte dann Disketten für 10 Mark oder sowas. Da ist er dann auf eingegangen, hat dann Briefe geschrieben, ich bin hier die arme kleine Tanja, er hat verschiedene Pseudonyme benutzt und hätte jetzt gerne diese Software. Und sobald sie dann eben angekommen ist, hat er dann eben die Leute abgemahnt, weil das natürlich rechtlich nicht einwandfrei ist, da die Software zu versenden. Mhm, genau. Naja. Allerdings in deutlich kleinerem Maßstab als Abmahnindustrie heute funktioniert. Das muss man dazu halten. Also da war er wirklich eigentlich der Einzige, der so vorgegangen ist, oder zumindest der Bekannteste, der so vorgegangen ist. Mhm. Ja, 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 gut. Ja, heute ist das mit der Post eigentlich, da jeder Internet hat. Es war eben Prä-Internet-Zeit. Genau, ja, so interessant. Von welcher Zeit reden wir da eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind die späten 80er, glaube ich. Genau, die frühen 80er. 90er. Ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung. Also. Als das Internet eben wirklich noch nicht verbreitet war und Homecomputer allerdings schon. Wo man eben keine Möglichkeit hatte, außer wirklich seine Peer Group. Und wenn man die nicht hatte, musste man halt anders vorgehen. Mhm. Ja. Und das ist halt heute absolut geworden. Also ich wüsste jetzt keine Zeitschrift, in der jemand seine Disketten verschicken möchte, wo das aktuelle Word drauf ist oder ähnliches. Das ist mir jetzt in letzter Zeit noch nicht untergekommen. Ja, ja. Genau. Also das ist sicherlich nochmal also ich versuche es gerade nochmal herauszufinden, wann das ungefähr gewesen sein kann. Also an das Usenet kann ich mich noch sehr gut erinnern, aber diese Geschichte mit den Raubkopien und Grafenreuth. Die Tanja-Briefe, doch 1992. Ja, da hatte ich ja ungefähr recht. Ja, siehst du, dann haben wir es aber richtig rumgemacht, denn das Usenet ist tatsächlich älter. Ja. Also da war ich schon... deutlich. Ja. Ja. Wobei das natürlich mit dem Tauschen auch zeitlich ja auch das deutlich davor schon verbreitet war. Eben der Zeitpunkt klar. Der Tanja-Brief ist halt... Tanja-Brief sind 92, ja. Ja. Und da hat sich da auch bewusst Leute eben rausgesucht, die auch kein zumindest nicht sichtbares kommerzielles Interesse daran hatten, sondern eigentlich wirklich nur Sachen tauschen wollten. Ja. Ja. Und also er war Anwalt, um es noch dazu zu sagen, und konnte eben dadurch selbst die Leute abmahnen. Ja, und dann hat er sich ja sogar noch gegen SUSE-Distribution vorgegangen, also wirklich ein Unsympath. Also das ist ja aber echt, ich lese gerade den Wikipedia-Artikel über Günter Freier von Grafenreuth, muss man dann verlinken. Also das ist schon... Deutlich vorbestraft. Und wenn wir nachher noch auf ein paar andere Themen zu sprechen kommen, da könnte auch öfter mal der Name Grafenreuth fallen, denn der hat in so einigen Dingen mitgemischt, genauso wie sein Kompagnon Bernhard Syndikus, die zusammen als Rechtsanwälte aufgetreten sind. Haben in ziemlich vielen... Also sie haben auf allen Seiten gespielt, auf den, die kopiert haben, und auf der anderen auch. Also die haben sich einfach selbst daran vermutlich bereichern wollen. Ja. Da ging es da nicht um Recht oder Unrecht. Das ja. Ja.
Naja, also wie gesagt, dieser Artikel hat es in sich. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, kann ich nur jedem empfehlen. Ach, ja, gut, also bevor ich mich noch weiter aufregen, ich meine, der ist ja auf CCC-Veranstaltungen aufgetreten, also ist mir ja letztlich kein Unbekannter, aber naja. Naja, gut. Er hat sich auf jeden Fall einen Ruf gemacht und keinen guten. Ja. Okay, ja, dann kommen wir schon. Was kommt als nächstes? Auf deiner kommen Liste. Die FDPs. FDP, ja, ich glaube auch. Das ist auch ein sehr altes Protokoll. Ja. Auch eins aus genau dieser Zeit, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin ja seit 91 so richtig im Internet dann unterwegs gewesen. Und da war er, also Telnet und FTP, das waren halt die Protokolle, die man benutzt hat damals. Genau. Ja. Das mit den FTPs ist zumindest, dass ich das mitbekommen habe, später gewesen. Da war es dann nämlich einfach so, also FTP-Server haben sich dann einfach verbreitet und wie das auch bei Mail-Servern so ist, FTP-Server muss man konfigurieren können. Also das sollte der Admin können. Das Problem war, das konnten viele Admins nicht. Deswegen gab es viele FTP-Server, die einfach offen standen. Also wo jeder Dateien draufschreiben konnte, die dann auch jeder runterladen konnte. Was natürlich ein willkommenes Geschenk ist für Leute, die Sachen irgendwo ablegen möchten und verfügbar machen möchten. Und so war das dann auch. Es gab dann richtige Gruppen, die sich dann organisiert haben. Und dann gab es eben Leute, die haben FTP-Server durchsucht, also mit Skripten. Dann wurde halt einerseits probiert, was hochzuladen, dann andererseits probiert, es runterzuladen. Dann wurde auch die Geschwindigkeit gemessen. Und dann wurden halt diese Server halt eingestuft, ob die jetzt geeignet sind oder nicht geeignet sind. Ja. Und dann wurde da eben, wenn sie geeignet waren, entsprechende Dokumente drauf abgelegt. Also in der Zeit konnte man, wenn man Sachen haben wollte, auch den schönen Selbstversuch einfach machen, die so einen Server aufzusetzen. Den konnte man ja dann auch so triggern, dass er halt zumindest testweise erstmal so einen Download zuließ, aber am Ende dann nicht mehr. Und dann hat man halt schon gesehen, was für ein Scheiß da landet. Also da landete halt alles von der ganzen Welt. Also ich habe das testweise mal gemacht und ich hatte plötzlich irgendwelche spanischen Filme auf dem Server drauf, die halt irgendjemand da hochgeladen hat und anbieten wollte über mich. Das ist dann schon sehr, sehr interessant. Aber da wird halt das, was heute noch der Fall ist, einfach Kapazität ausgenutzt, die unsicher im Netz steht. Und das wurde dann eben verteilt. Also da gab es dann, haben sich auch die ersten, oder gab es dann auch viele Webseiten, die einfach dann Listen herausgegeben haben, wo denn jetzt welcher Download, der jetzt interessant ist, verfügbar ist, auf welchem FTP-Server. Und eben auch immer geschaut, dass es dann redundant ist und dass man auch immer genug Alternativen hat, wenn denn jetzt jemand doch diesen FTP-Server abschalten sollte oder die Dateien löschen sollte. Es gab auch jede Menge, die dann versucht haben, die FTP-Server zu manipulieren, sodass man die Dateien auch am Ende gar nicht mehr wirklich sehen konnte im Dateisystem. Also unter Windows waren dann noch, sag mal, ..slash oder ..backslash. Wenn das sehr oft in der URL drin vorkam, dann konnte man schon schauen, dass da irgendwas manipuliert wurde. Da gibt es auch interessant, da kann man auch im Internet mal schauen, wie das so passiert ist. Das ist heute nicht mehr so möglich, aber damals waren eben war auch die Software nicht gerade perfekt und es wurde eben massivst ausgenutzt. Also Inkompetenz sowohl der Administratoren als auch der Programmierer. Ja. Naja, und da gab es natürlich dann auch so Plattformen, ne? FTP-Welt. Genau, FTP-Welt ist allerdings sehr spät entstanden. Das war so einer der ersten Fälle, wo das dann auch so hochkochte, dass man jetzt endlich mal so einen Urheberrechtsverletzerring aufgehoben hat oder ausgehoben hat und dass jetzt alle Leute, die da was runtergeladen haben, doch mit einer Strafe rechnen können. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass da irgendwem irgendwas mal passiert ist, außer den Betreibern. Die wurden dann tatsächlich zu Strafen verurteilt, Währungsstrafen waren es, wenn ich mich recht entsinne. Es war aber alles sehr spät, also es war dann alles so Mitte 2000, also 2004, also das lief schon länger, aber 2004, 2005
ist das Ganze dann quasi hochgenommen worden. Das sind dann haben dann die Ermittlungen der, unter anderem die GVU hat da sehr viel Interesse dran gezeigt. Ja, dadurch wurde es eben dann hochgenommen. Und ja, wie schon gesagt, also mir ist nicht bekannt, dass irgendwelchen Usern da was passiert ist. Allerdings war das halt ein Riesenaufmacher, sowohl online als auch in den Printmedien. Da hatten sie dann auch erstmal wieder alle Angst. Ja, und das war ja nun FDP-Welt. Die Informationen darunter findet man unter dem Artikel Bernhard Syndikus, dem Kompagnon von Grafenreuth. Genau, den ich eben schon erwähnt hatte, wo ich auch sagte, die findet man immer wieder. Die haben auch gerne mal im Hintergrund mitgemischt. Also wenn ich schaue, was da noch so für Themen auf uns warten, dann, wie gesagt, kommt der Herr doch in den einen oder anderen Themen, wenn auch als Randperson, immer mal wieder vor. Ja, ist eigentlich erstaunlich, dass es immer die üblichen Verdächtigen sind. Ja, das stimmt wohl. Ja. Gab es zum Beispiel irgendwie Tarife von irgendwie, kurz am Rande, weil ich das gerade offen habe, irgendwie 10 Euro für ein 5-Gigabyte-Paket, da wurde dann eben nach Traffic abgerechnet. Oder eine Flat für 135 Euro, dass man eben die neuesten Filme, die neuesten PC-Spiele, Programme, Musik, E-Books, was auch immer, das illegale Netz hergegeben hat, ja. Sich runterladen konnte. Ja. Ja, und dann ging es ja auch schon los mit Peer-to-Peer, ne? Das ist ja auch eigentlich eine ganz alte Geschichte. Peer-to-Peer, ja. Peer-to-Peer ist erstmal den Begriff kurz sagt eben aus, dass es eben keinen zentralen Server gibt, sondern dass man eben mit anderen kommuniziert und es von anderen runter und gegebenenfalls auch je nach System hochlädt. Also man muss ja auch von irgendjemandem runterladen können. Also es gibt ja nicht einen, der es bereitstellt, sondern quasi man tauscht sich aus. Also jeder hat ein Stück und man shared das dann so lange, bis möglichst alle die vollständige Datei haben. Da gab es dann auch ziemlich viel, was so am höchsten schlug oder als erstes hochschlug, war Napster. Was dann auch in den Medien starken Anklang fand, um es mal so zu sagen. Interessanterweise, das war bei dem Urheberrechtspodium nämlich auch eine Anwesen, ist es inzwischen eine Marke von Rhapsody, die ein legales Musik-Download-Angebot haben oder Musik-Streaming-Angebot haben. Was natürlich schon ein interessanter Witz eigentlich ist, dass man diese explizit gebrandmarkten Namen Napster nimmt und ihn in ein legales Angebot wandelt. Da sieht man schon mal, welche Macht diese Marke heutzutage noch hat. Dass Napster wirklich in den Köpfen noch vorhanden ist. Vielleicht müssen wir noch kurz erklären, wie das funktioniert hat mit Napster. Das ist ja nicht so. Also Napster war ein System, was einen zentralen Server hatte. Da hat man sich quasi, da konnte man quasi anfragen und hat dann gesagt, hier, ich hätte gerne den aktuellen Nummer 1 Hit von Dieter Bohlen oder Künstler X, wie auch immer wen man da jetzt nehmen will. Da hat man ihm angefragt und dann kam so eine Liste zurück, ja, diese Dateien, schwuppdiwupp, gab's. Dann waren das, weiß ich nicht, einige 10, einige 100, einige 1000, 10.000, je nachdem, wie beliebt gerade diese Sache war, wurden eben unterschiedliche Dateien geshared. Und dann konnte man sich eben aus dieser Liste beliebig viele raussuchen und einfach sagen, das möchte ich jetzt downloaden. Und dann hat eben der zentrale Server die Daten rausgerückt, wer hat denn diese Dateien. Und dann hat sich quasi mein PC zu denen verbunden und gesagt, hier, ich hätte doch gerne mal diese Datei. Und dann hat er das bei vielen gemacht und dann wurde halt immer so in Scheibchen von verschiedenen Leuten das runtergeladen. Also im Grunde schon ganz ähnlich wie BitTorrent. Genau, BitTorrent unterscheidet sich da. Da kommen wir ja noch drauf. Aber jetzt war es erstmal. Das war halt das Erste. Also da gibt es halt, kommen wir jetzt zu, jede Menge Nachfolger und Konkurrenten. Was dann so folgte, war zum Beispiel Gnutella, was ein Netzwerk war. Also es gibt zum Beispiel dann eben den Gnutella-Client. Das hatte kein zentrales, da gab es keine zentrale Instanz, sondern es war
ein reines Peer-to-Peer-System. Das heißt, man hat wirklich auch bei den Clients angefragt, welche Dateien. Genau. Und das ging dann eben in einer Kette immer weiter. Also ich habe dann bei den Leuten angefragt und dann wurde eben das entsprechend weitergegeben. Mhm. Was dazu? Also eigentlich spricht man das Nutella aus, weil das G natürlich auf Englisch an der Stelle nicht gesprochen wurde. Ja, naja, wie auch immer. Ich glaube, über die Aussprache haben sich ja wenig Leute Gedanken gemacht, aber es ist natürlich sinnvoll, das jetzt doch mal anständig zu benennen. Genau. Es gab davon dann mehrere Versionen, also es gab dann am Ende noch so ein System, so ein bisschen ähnliches wie Skype, wer sich damit schon beschäftigt, wo es sogenannte Supernotes gibt, das ist eben dann auch Nutella oder Nutella 2, das ist noch ein bisschen anders. Das heißt, man hat sich zu diesen Supernotes verbunden und die haben einem dann auch Listen geschickt von wegen, ja, hier bei den und den Notes, die kannst du auch anfragen. Das heißt, es waren quasi zentrale Eingangspunkte, die quasi mir eine Kontaktliste weitergegeben haben. Mhm. Ja, es gibt dazu auch einen schönen Wikipedia-Artikel, also ja. Werde ich dann entsprechend verlinken. Aber auch das ist ja nicht mehr aktuell, ne? Das ist Technik. Nein, das. Das ist ja so nach der Jahrtausendwende irgendwie, genau, war das mal. Das aktuell. Waren so die ersten Sachen, die existieren meines Wissens heute nicht mehr. Zumindest die alten Sachen, aber ich glaube, Nutella, zumindest das normale Nutella, hat es nicht überlebt. Mhm. Also das Netzwerkprotokoll gibt es natürlich immer noch, aber ich sage mal, die Verbreitung ist nicht vorhanden. Mhm. Würde ich so aus meinem. Ja, nee. Also das war damals sagen. Mal. Genau, das war mal in. Also das ist mal so zusammen. Ja, zusammen mit eDonkey, auf das genau. Du ja gleich noch kommen willst. Das war so die Anfang nach der Jahrtausendwende. Ich erinnere mich, ich hatte da damals einen Freund, der mich versorgt hat mit schlechten Pornos, die ich da alle wieder gelöscht hatte. Und die hatte ich kamen immer aus irgendwelchen Netzwerken. Genau, das war auch eine beliebte Methode, wo du gerade Pornos sagst, um Leuten das Leben schwer zu machen, nämlich einfach Filme, also zum Beispiel, also bei Musik natürlich entsprechend auch, aber bei Filmen zum Beispiel einfach einen Pornofilm einfach umzubenennen, den neu reinzustellen und dann eben als aktuellen Kinofilm. Und da man natürlich nicht weiß, was man da runterlädt, es wurde dann am Ende auch verfeinert, dass man Methoden hatte, um dann sich doch mal ein Bild zu machen, aber am Anfang war es eben so, man hat halt einen Dateinamen runtergeladen und wusste halt nicht, was drin ist. Und wenn man den halt runtergeladen hat und es war ein Porno, dann war es halt ein Porno. Naja, genau. Naja, also damals war es halt so, dass auch das, ich meine, das ist ja wieder die Geschichte mit der Kostenloskultur, dass der mir gesagt hat, hier, ich gebe dir diese, ich brenne dir diese DVD oder CD, war das glaube ich sogar noch. Ja, ich meine, ich wusste ja nicht, ob das jetzt eine private Sammlung ist oder sonst was her ist. Und gut, also mir hat es halt nicht gefallen, ich habe es dann gleich wieder gelöscht, aber ja, also es genau. Bei Musik war das dann ähnlich, dann gab es am Ende sowas Sachen wie Loops, also es gab dann teilweise Techniken, dass man sich halt einfach den Anfang anhören konnte, dann hat er halt bei dieser Scheiben-Runterladtechnik halt versucht, möglichst die ersten Sachen zuerst zu bekommen, damit man sich halt das ein schon Bild mal anhören kann. Ja. Genau. Dann gab es eben, hat man sich dessen auch angenommen als Person, die nicht möchte, dass das runtergeladen wird und hat halt einfach Loops gemacht. Dann wurden die ersten 30 Sekunden genommen und einfach geloopt. Dann hat man das erst gemerkt, wenn es fertig war. Das war natürlich auch Zeiten, wo ein MP3-Download auch noch nicht in einer halben Sekunde fertig war, sondern eben noch wirklich Minuten, wenn nicht gar länger, gedauert hat. Was man auch kurz noch dazu erwähnen muss, ist natürlich, dass MP3 das Ganze auch erst möglich gemacht hat. Also vor allem diese Musikverbreitung, die bei Napster und auch bei den anderen Sachen, das eigentlich das Größere war, weil Videos waren zu groß, um es wirklich runterzuladen, oder dann braucht man dann wirklich einen Anschluss bei der Uni oder ähnlichem, um sich da zu versorgen. Aber die MP3 konnte sich jeder runterladen. Das ging halt auch nur so mit ISDN-Anschluss in akzeptabler Zeit und das war eben erst möglich durch MP3, also durch komprimierte Audiodateien, die halt Fluch und Segen waren.
Dann gab es doch auch dieses Kazaa und das war doch eigentlich gar nicht illegal, ne? Also Kazaa war eine, auch. Das lief aber auch über so ein Protokoll. Also genau, so genau, das war halt Nutella auch oder Nutella oder die, oder. Die hatten ihr eigenes, das war danke, ich weiß das gleiche. Moment, Wikipedia hilft. Kazaa hat allerdings ähnlich wie die Marke Napster auch eine Geschichte durchgemacht. Also war halt oder Kazaa jetzt vielleicht nicht, aber die haben halt einfach auch ein System gemacht, womit man sharen konnte und haben dann interessanterweise sich dann auch überlegt, dass man damit eigentlich auch Geld verdienen möchte und haben dann zum Beispiel, ja, es steht im Wikipedia-Artikel auch nochmal genauer beschrieben, einfach Sachen reingebaut, womit sie ihr Geld verdienen können, also Werbung und ähnliches. Die waren also wirklich darauf ausgelegt, Geld damit zu verdienen relativ schnell, wodurch sie dann eben Kopien gebildet haben, die einfach diese Werbung rausgenommen haben. Das war eben auch was. Also wenn dann irgendwas kam, was nicht dem Nutzerwunsch entsprach, dann wurde das halt geändert. Bei Kazaa war das allerdings, das war relativ beliebt zu einer gewissen Zeit. Allerdings wurde es dann auch sehr schnell überflutet mit diesen Loops, von denen ich schon erzählt habe, und wurde dann einfach sehr schnell unbrauchbar. Zumindest, wenn man wirklich sich da nicht reinknien wollte und da das sinnvoll benutzen wollte, dann war das schwierig möglich. Was wir vielleicht auch nochmal kurz einwerfen können, ist, dass natürlich diese Tauschbörsen auch ein guter Weg waren, für den Normalbürger MP3s zu bekommen, ja, von seiner, ja, normalen CD. Also ich habe mir, genau, eine CD im Laden gekauft, die war teilweise kopiergeschützt. Mhm. Und dass ich sie nicht kopieren konnte, sage ich jetzt mal als normaler Mensch mit normalen Programmen, die eben dann, ja, die konnte ich nicht im Autoradio abspielen, das war damals ja auch. Ich, genau, war total entgeistert. Also ich, genau, meine, wenn ich mir selber eine CD gekauft habe, die nicht im Autoradio abspielen konnte, habe ich die natürlich umgetauscht. Aber ich habe ja auch was geschenkt bekommen. Damals wurde es ja was auch noch verschenkt. Das typische, ja, Geburtstagsgeschenk war dann immer so eine CD. Genau, und die konnte ich nicht im Autoradio haben. Die waren defekt. Einfach, das muss man ganz klar sagen. Und es war einfach so kalkuliert, dass CD-Laufwerke, Computer-CD-Laufwerke, das nicht lesen konnten. Das Problem ist allerdings, dass es eben dann doch andere Sachen auch betroffen hat. Das heißt, nicht nur eben so Sachen wie der iPod später, wo man nun mal auch keine CD reinlegen kann, ja, ja, sondern auch eben Systeme, wo das einfach nicht abgespielt wurde. Das traf auch spätere DVD-Player oder ähnliches, wo einfach dann der Dienst verweigert wurde. Mhm. Und da blieb den Leuten nicht viel anderes übrig, außer sie kannten jemanden, der das dann doch hinbekommen hat, sich das dort runterzuladen. Mhm. Ja, ja. Ja, nee, das war bei mir auch so. Also ich hatte die CDs, die nicht funktionierten, und dann hatte ich eben auch, kannte ich auch wieder jemanden, der mir dann aus der nicht funktionierenden CD wieder eine funktionierende gemacht hat. Also wir reden ja von einer Zeit, wo, ja, Musik auf vielleicht noch Schallplatten, aber hauptsächlich CDs erschienen, ja, und genau, es gab keinen anderen Verbreitungsweg. Also, ja, MP3 war einfach nicht vorgesehen. Das, mhm, gab es im Denke der Musikindustrie, ja, de facto nicht. Ja. Es gab auch keinerlei Lösungen, wie man aus Musik MP3 machen können soll. Es war einfach nicht vorgesehen. Ja. Genau. Ja. Ja, also bei die Kazaa-Macher hatten ja, haben auch noch, da kann man auch noch mal online schauen, die haben dann auch einige andere Sachen noch gemacht, aber das war dann nicht mehr wirklich Peer-to-Peer, sondern die haben es dann auch noch in andere Sachen begriffen quasi. Ganz kurz schauen, wenn ich mich nämlich nicht vertue, dann ist einer der Gründer oder Erfinder von Kazaa nämlich auch der Erfinder von Skype. Aha. Was natürlich keinerlei illegalen Bezug hat, sondern eben eine heutzutage sehr verbreitete Software ist. Ja, aber die auch auf Peer-to-Peer aufsetzt. Also die haben da wirklich ihr Protokoll nochmal verbessert, aber
Skype ist ja auch auf Peer-to-Peer mit Supernodes. Mit zwar einem zentralen Login-Server. Aber das Prinzip ist das gleiche. Also wir haben Peer-to-Peer jetzt nicht nur in diesen Sachen, sondern das wird heutzutage auch in anderen Sachen benutzt. Da komme ich nochmal drauf. Nochmal zu sagen, Kazaa war damals ja nicht verboten. Das ist ja erst nach und nach, dass es da Probleme gab. Da gab es ja dann... Ja, die Software, da muss man ja auch immer unterscheiden. Die Software ist prinzipiell nicht verboten. Die Frage ist halt nur, was du damit tust. Das Problem bei den ganzen Peer-to-Peer-Sachen, da können wir auch nochmal ganz kurz in diesen rechtlichen Aspekt abschweifen, ist zumindest zu der damaligen Zeit gewesen, dass das Downloaden nicht das Problem war, sondern eben das Hochladen. Ja. Und es ist bei Peer-to-Peer eben üblich, dass jeder, der runterlädt, eben auch hochlädt, sonst funktioniert das System einfach nicht. Klar, naja, sicher. Genau, und von daher hatte man dann eben das rechtliche Problem, dass man eben Dateien weiter verteilt. Mhm. Und heutzutage ist es ein bisschen anders, da wird arg darauf hingearbeitet, dass eben der Download schon kriminalisiert wird und es gibt zwar auch diese Bagatell-Sachen, aber es wird ja immer kommerzialisiert. Also wer heute 3 Musikstücke runterlädt, der ist ja ganz klar kommerziell tätig. Ja. Gut. Ja. Aber zu der damaligen Zeit war eben das reine Runterladen und die Software per se auch nicht illegal. Das wurde auch zu der Zeit massiv, es gibt heute auch noch massivst beworben in Zeitschriften, also wo dann wirklich, sag ich mal, gesagt wurde, die 100 besten Tricks der Hacker, wo das dann eben darum ging, wie lade ich denn jetzt meine MP3 am sichersten, am besten runter. Mhm. Das stand eben in den Standard-PC-Zeitschriften für jeden zum Nachlesen. Wo man dann eben auch sich überlegt, dass dann mit der Illegalität und da kommt halt dieser Gedanke, ich mache was falsch, nicht mehr gut rüber, wenn die Zeitschrift mir erklärt, wie es geht. Naja, also das ist ja eben das, was ich auch so faszinierend finde bei der ganzen Geschichte. Es war immer alles erlaubt und plötzlich war es nicht mehr erlaubt. Und ich möchte halt gerne nochmal so ein bisschen herausfinden, wann das Erlaubte ins Nicht-Erlaubte übergegangen ist oder wie das stattgefunden hat. Denn wie gesagt, also das ist irgendwie sozusagen über Nacht war man dann Raubkopierer und vorher war irgendwie alles okay. Das ist halt irgendwie seltsam. Naja, das mit dem Sharing war eben per se schon von vornherein illegal. Also da handelte man nicht legal. Interessanterweise war es aber einfach auch nicht im Fokus von der Musikindustrie oder von anderen Industrien, die da geshared wurden, sondern da war plötzlich so ein Napster und da konnten plötzlich alle Leute alle Musik runterladen und da ist natürlich man als komplette Industrie, als einzelner Urheber, als Verwerter der Rechte, ich denke mal schon geschockt, dass das über Nacht einfach so auf einen hereinprasselt. Mhm. Und dann mussten sie sich auch erstmal überlegen, wie sie damit umgehen können. Und ja gut, das müssen sie natürlich auch erstmal merken. Ich denke, am Anfang, wir reden ja jetzt hier von 2002, das war ja noch die Blütezeit, also war ja noch Goldgräberstimmung durch CD-Verkäufe. Ja. Ich meine, da habe ich auch wirklich ständig dauernd CDs verkauft, verschenkt, das war wie gesagt das typische Geschenk. Und man hat sich da CDs gekauft für, weiß ich nicht, irgendwie, das waren dann kostete, glaube ich, immer so 36 Mark die CD. Und dann gab es irgendwie den Euro, dann waren die aber auch nicht billiger, dann kosteten die irgendwie plötzlich 36 Euro. Vielleicht nicht ganz, aber immer so um die 20 Euro und das hat man dann einfach bezahlt. Genau, warum auch nicht? Ja. Also dazu kommen wir später auch, zu dem, warum sollte ich denn eigentlich nicht bezahlen, weil das eiskalte Problem zu der damaligen Zeit war halt, es gab nichts. Also iTunes kam ein Jahrzehnt später und es gab einfach keine Möglichkeit, sich legal digitale Kopien für den PC zu beschaffen. Also ob man das jetzt runtergeladen hat und es damit ja meistens geshared hat, war illegal. Ob man jetzt das war allerdings auch später, kopiergeschützte CD sich auf den PC geholt hat, was dann auch später illegal wurde. Mhm.
also man hatte eigentlich, also man hat eigentlich immer verloren. Also legal irgendwie seine Daten auf den PC zu bekommen, ist utopisch gewesen. Ja, naja, klar. Und das wollten halt viele Leute. Also die Zeit der MP3-Player war ja nicht, ja, genau. War ja nicht viel später und da wollte eben keiner mehr so einen Walkman mit so einer Kassette haben, sondern eben MP3-Player. Und für MP3-Player braucht man MP3s, wie der Name schon sagt. Ja, genau. Ja, das war ja da mit den MP3-Player. Also ich weiß gar nicht, 2003 oder so hatte ich dann den iPod schon. Genau. Und, ja, 2003, glaube ich. Und also diesen ganz alten, dicken, mit dem mit diesem Rad und na, Rad, also mit dieser Drehscheibe. Ich sag ja, das ist gefährlich hier. Wir haben gerade was runtergeschmissen, aber es ist noch ganz. Ach, kurz vorm Herzinfarkt hier. Gute Hardware hilft alles. Ja, Android-Tablet. Ja, ja, was wollte ich sagen? Jetzt, du warst bei deinem iPod. Genau, ja, ich hatte dieses iPod-Ding und es gab halt, ja doch, es ging dann los mit iTunes, das stimmt. Ich hatte dann iTunes-Sachen auf den iPod geholt, ja. Aber das Ganze war dann doch Hater. Nee, also, das war 2003. Da ging es los mit iTunes, glaube ich. Okay. Oder also 2004. Ich guck's mal nach. Genau, ich schaue gerade schnell. Also bei den MP3-Sachen, also MP3-Player reden wir so von 2000, da hat das so angefangen. Ja, da hatte ich noch keinen. Da war ich noch nicht so richtig dabei. Ja, also da gab's dann auch schon irgendwie so die iPods. Allerdings die iTunes mit dem Verkauf von wirklich Musik gab es erst. Geschichte. Ja, 2003. 2003 ging es los mit iTunes. Also ging sogar vorher schon los, aber 2003 war sozusagen die ganze. Das steht hier in der Wikipedia. Dann wird es wohl stimmen. Okay, dann war es halt... In April 2003, genau. Version 4.0 introduced the iTunes Store. Okay. Gut. Also dann hatten wir so 2000 rum, MP3-Player und kurze Zeit später dann die iPods mit iTunes schon dran. Welche allerdings zu der damaligen Zeit, glaube ich, schauen jetzt mal kurz nach, keine MP3s ausgespuckt haben. Oder? Ich bin leider nicht so der Apple-Mensch, deswegen... Nee. Ich habe schon... also es waren MP3s 2003, als ich, als ich den iPod gekauft habe. Habe ich den 2004 gekauft? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall waren es nur MP3s. Dann. Okay, das heißt, iTunes ist doch schon älter. Es ist interessant, wie man da die Zeit vergisst. Mhm. Gut. Auf jeden Fall war es trotzdem das Problem, dass man von seiner CD sein MP3 nicht mit simplen Mitteln bekommen konnte. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen aus der Reihe getanzt. Genau. Wir haben ja noch die anderen Sachen. Also, was jetzt als nächstes kommt, was heute eigentlich noch am verbreitetsten ist, ist BitTorrent. Ah ja, war das schon so früh, BitTorrent? Ja. Gab es ein bisschen später, aber es hat halt bis heute durchgehalten. Das unterscheidet es eindeutig von den anderen Systemen. Und BitTorrent hat sich dann zwar auch versucht oder ist inzwischen kommerziell. Tatsächlich, 2001 ging das schon los. Meine Güte. Kommerziell zu werden. Allerdings haben sie da einen anderen Weg genommen. Sie haben nämlich versucht, das einerseits über legale Inhalte zu machen und andererseits eben quasi über Firmen. Also Firmen haben ja auch das Problem, dass sie oftmals viele Dateien, Downloadportal oder ähnliches, viele Dateien oder viel Traffic zum User bringen müssen und da ist eigentlich Peer-to-Peer eine interessante Alternative. Mhm. Ja, so habe ich BitTorrent auch kennengelernt. Das war irgendwann so Mitte der 2000er, vielleicht so 2005 oder 2006, als ich dann mit verschiedenen Linux-Distributionen gearbeitet habe, mit SUSE Linux und mit Gentoo dann. Und da konnte man sich per BitTorrent, also irgend so einem Torrent-Client, ich weiß gar nicht mehr, was das war,
konnte man, ich glaube, der hieß sogar BitTorrent, ja, das konnte ja man sich da die Distribution runterladen. Genau. Und das war vorteilhaft. Genau. Für alle Seiten, weil wenn die Server belastet waren, mhm, konnte man über BitTorrent schnell runterladen und der Traffic war halt einfach für die Leute, die eine Flatrate haben, eben kein Problem, weil das Runterladen, das Hochladen, das stört einen wenig und man entlastet damit eben die Server. Heutzutage wird es auch eingesetzt, zum Beispiel bei World of Warcraft. Mhm. Das heißt, diese ganzen Patches, die es da gibt, die werden per BitTorrent verteilt. Zwar nicht über, also über, der Client ist quasi in das Spiel integriert und dort ist es eben so, dass man eben dann das per BitTorrent runterlädt, aber man merkt es gar nicht. Also für den, mhm, für den normalen End-User ist es komplett transparent. Ja. Genau. Ja, die Idee ist schon irgendwie bestechend. Ich meine, es ist ja so, dass man sich dann eben ja, dass man eigentlich keinen zentralen Server mehr braucht, der es anbietet, sondern genau, die Leute, die schon was haben, eben das weiter und verschiedene Leute haben halt verschiedene Stücke von der Datei. Genau. Und so kommt und das dann alles zusammen genau, mit dem eigenen Computer. Genau, da gab es lange Zeit noch einen einzelnen Single Point of Failure, das war nämlich der Tracker. Das heißt, es gab eine zentrale Instanz, die quasi verwaltet hat, welche User oder welche Nodes, PCs quasi, Dateien vorhalten. Ja. Also das heißt, ich habe quasi, BitTorrent sind üblicherweise Dateien, inzwischen gibt es auch so quasi Hashes, aber damals verbreitet Dateien, die lade ich mir runter, sind wenige Kilobyte groß und es steht dann einfach drin, auf welchem Server ich quasi Informationen finde, wer diese Dateien vorhält. Ja. Dann packe ich das in meinen BitTorrent-Client, der connectet sich dann hin, dann kriegt er gesagt, hier, wupp, das ist die IP-Liste von den Leuten, die das haben und dann kümmert sich quasi der Client selbstständig drum, dort anzufragen und ja, die Dateien dann sich zu beschaffen. Ja. Und was es dann später gab, ist eben das Trackerlose. Da hat man auch wieder so eine Art Node-Netz. Das heißt, wenn man sich einwählt oder man verbindet sich zu einem gewissen Client oder man hat eine Liste von Clients, von Nodes, die im Netz sind, man verbindet sich dann zu einem und bekommt dann eben immer weiter gesagt, welche Nodes es noch gibt und Anfragen werden eben auch weitergereicht. Mhm. Ja. Das ist eben das sogenannte Trackerlose, was dann eben das Problem mit dem Tracker behebt, weil wenn der Tracker halt nicht mehr vorhanden war, naja, hatte man das Problem, dass man quasi keine Liste mehr davon hatte, wer denn noch diese Dateien gerade shared. Naja, und das ist ja auch mehrmals abgeschaltet worden. Es gab ja dann schon The Pirate Bay. Genau, das ist so das große. Um das nochmal kurz zu erklären, The Pirate Bay war ja eigentlich eine Such- oder ist, gibt es ja noch, eine Suchmaschine für diese ja, Torrent-Dateien. Also nicht für die eigentlichen Inhalte, sondern für die Hashes. Dass man halt wusste, aha, das gibt's. Und, also Suchmaschine, das war halt ein Tracker. Also die haben halt selber diese Informationsdateien dann bei sich gehabt. Na, sie hatten zusätzlich den Tracker, den sie ja dann später nicht mehr haben durften und dann haben sie es ja getrennt. Ich meine, der Tracker ist ja inzwischen woanders. Okay, sie hatten beides, genau. Ja. Aber das große Problem war eben auch der Tracker, wo sie eben diese Rechtsstreitigkeiten hatten. Das genau, kann man sicherlich auch nochmal in der Wikipedia nachschauen. Das zog sich oder zieht sich eventuell immer noch hin, wie das mit Pirate Bay ausging, was ja, sag ich mal, bis in die deutsche Politik am Ende ja gewirkt hat. Naja, man muss vielleicht nochmal sagen, zur Verteidigung von The Pirate Bay, das war ja alles. Das war ja alles Mögliche. Da ist ja eine Suchmaschine für Legales wie Illegales. Das wurde eben nicht unterschieden. Und das war ja auch der Knackpunkt, warum sich dann eben auch die Content-Industrie versucht hat, gegen Pirate Bay zu wehren. Ja. Was aber auch eben relativ schwierig ist, dass sie eben selber keine Dateien vorhalten. Also das ist jetzt ungefähr, als würde ich sagen, ich habe hier einen Zettel, da steht drauf, wer gerade, du willst gerade den neuesten Film haben, ich habe hier einen Zettel, da steht drauf, wer ihn hat. Ja, und dann ist eben die Frage, ob dieser Zettel per se schon illegal ist oder nicht, aber das ist eine schwierige rechtliche Frage. Ja, ja. Naja, gut, also ich meine, The Pirate Bay gibt es ja immer noch.
Ja, also von daher sieht man halt, dass es in der, an der Stelle halt wirklich erfolgreich war. Also im Gegensatz zu Napster und anderen gibt es halt The Pirate Bay noch. Und ich glaube, es ist auch nicht abzusehen, dass man halt so eine Suchmaschine, insbesondere wenn sie jetzt ohne Tracker funktioniert, so einfach vom Netz nehmen kann. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Aber, und jetzt kommt ja der Punkt, hier gab es ja dann diese ganze hier ging es ja dann los mit dem Abmahnen. Ne? Genau. Ganz also, extensiv. Genau, was ich noch kurz einwerfen wollte, ist eben, dass das Interessante dabei ist, was eben heute auch noch der Fall ist, dass wenn man ein Netzwerk runternimmt, dann schießen 10 neue aus dem Boden, die dann eben die gleichen Funktionen bieten. Also das war eben auch damals ein verzweifelter Kampf, bis sie Napster eben wirklich dann gekillt hatten, weil Napster gibt es definitiv nicht mehr. Aber bis dahin war Napster einfach schon so uninteressant geworden, dass sich der ganze Kampf am Ende dort nicht mehr gelohnt hat. Also das typische Hydra-Prinzip, also einmal den Kopf abschlagen, schon wachsen neuen nach. Genau. Ja. So. Und ich meine, The Pirate Bay ist ja noch nicht die einzige die einzige Suchmaschine. Nein. Es gibt ja inzwischen ganz, ganz viele. Und zur Not kann man auch immer noch Google nehmen. Also das ist halt der Punkt. Also es ist einfach kein Kraut gewachsen gegen solche Suchmaschinen. Information, genau. So, du kamst jetzt nochmal aufs Abmahnen. Genau, also das hing ja steht ja auch in starkem Zusammenhang mit BitTorrent. Genau, weil bei BitTorrent, heute immer noch. Naja, weil bei BitTorrent ja das Problem ist, wenn man runterlädt, lädt man auch rauf. Und das ist Teil dieses Netzwerks, das funktioniert halt nur, wenn die Datenteile, die man schon auf seinem Rechner hat, eben auch wieder für andere zur Verfügung stehen. Ja, eigentlich ist das so eine selbstlose Sache, wenn man mal so das Prinzip sieht. Man lädt sich was runter und man stellt sozusagen seine Platte zur Verfügung für alle, die auch was runterladen. Und die Stücke, die Datenfragmente, die gehen dann wieder in die Welt, also auch wieder raus. Also man ist sozusagen so ein Teil eines Servernetzwerks. Und da beginnt halt das Problem, weil natürlich die Leute gesagt haben, ja, runterladen, aber hochladen, also selber anbieten, das ist in jedem Fall schon mal kommerziell, obwohl das natürlich in dem Fall nicht kommerziell ist. Und da müssen wir was gegen machen. Und dann kam halt gleich eben diese ganze Abmahnwelle. Die Geburt einer neuen Industrie quasi. Genau, einer neuen Industrie, genau, weil die nämlich dann auch nach diesen Hashes gesucht haben und dann nach den IP-Adressen. Dann sich die Auskunft geholt haben, wer hinter der IP-Adresse steckt. Das konnte man automatisieren. Und dann kamen sofort die Serienbriefe. Und Konstanze. Mit hohen Kosten, um einfach die Leute abzuschrecken. Also sollte einfach einen Effekt haben, dass die Leute sehen, wenn ich das jetzt runterlade, dann kann es passieren, dass ich 1.000 Euro, 2.000 Euro bezahlen muss. Und einfach um da ein abschreckendes Beispiel zu haben und ein Exempel auch zu statuieren. Ich hoffe, ich finde den Link noch. Konstanze Kurz hat ja mal in einem Artikel geschrieben, also das ist die Sprecherin vom Chaos Computer Club, dass irgendwie 190 Millionen da jedes Jahr verdient werden. Und das ist halt kein Geld, was letztlich den Urhebern zugutekommt. Also, ja. Weil da auch interessante Deals bestehen. Also in Deutschland ist es rechtlich schwierig, aber da sollen sich dann auch die Abmahner nicht so, was man so hört, nicht so dran halten. Da soll es dann auch Deals geben nach dem Motto, ja, ich krieg dann doch einen guten Teil davon ab. Ob das dann die Urheber sehen oder nur die Verwerter ist, dann kann man da nochmal ein bisschen getrennt sehen, aber selbst die halten sich dann nicht unbedingt komplett an das Recht, was ihnen dann zusteht oder was sie einhalten müssen. Denn das Prinzip ist eigentlich, dass diese Abmahnung individuell sein müssen. Das heißt, es muss wirklich einzeln recherchiert werden. Es muss auch ein einzelner, besonderer Fall vorliegen. Und das ist halt oftmals nicht der Fall. Wenn ich jetzt alle Leute abmahne, die gerade den aktuellen Nummer 1 Hit runterladen, und es sind 500 Stück oder 1.000 oder mehr, dann habe ich da einfach keine Individualität mehr drin, sondern ich habe einen Serienbrief und da setze ich oben den Namen ein. Ja. Und muss er noch vielleicht abfragen, wem die IP-Adresse gehört. Ja. Ist auch eine Sache, die unsere Gerichte sehr belastet hat, indem man einfach dann
man musste erstmal klagen. Dann hat man diese Klage zurückgenommen, also hat Akten eigentlich genommen, konnte dann nachschauen, zu wem die IP-Adresse gehört, hat dann eben die Klage zurückgenommen. Ja, ist aber erleichtert worden, die IP-Adressen abfragen. Genau, inzwischen ist es erleichtert worden, was zumindest den Gerichten zugutekommt, allerdings dem Datenschutz dann leider nicht zuträglich ist. Mhm. Ja. So, allerdings sind die Leute nicht doof. Ja. Und haben sich dann Gegenmaßnahmen überlegt. Ja. Nämlich unter anderem IP-Blocklisten. Das war so das Erste, was kursiert hat. Also es gibt dann so Listen, welche IP-Adressen per se schon mal zu Verwertern gehören oder zu bestimmten Unternehmen. Es gab dann wirklich, oder es gibt Unternehmen, die dann ja diese Piraten, wie man sie ja gerne bezeichnet, jagen. Und die haben sich das dann eben, oder die IP-Listen von denen hat man sich dann eben rausgesucht und in eine Liste gepackt, sodass mit den IP-Adressen der Client auf keinen Fall kommuniziert. Das ist natürlich jetzt, hilft zwar schon, aber so ein, ich sag mal, normaler DSL-Anschluss, den man sich so holt, der ist nicht auf den Namen registriert, da kriegt man nicht raus, welche Firma dahinter steht oder welche Person. Und das war eben keine gute Lösung. Gibt es noch andere Ansätze? Da sei dann auch nochmal auf die Wikipedia verwiesen, da können wir dann auch gerne nochmal den Link reinstellen. Es gibt Methoden, verschlüsselt zu kommunizieren und auch Versuche, anonym zu kommunizieren. Also es gibt da dann Netzwerke, unter anderem Tor zum Beispiel, was aber auch problematisch ist, da man einerseits die Geschwindigkeit über Tor oftmals sehr gering ist, andererseits man das Tor auch damit verstopft. Also Tor hat, oder über Tor können halt andere wichtige Daten laufen, mit einfach Traffic, mit Datentraffic zum Sharen macht man das Tor-Netzwerk eigentlich kaputt. Ja, ja. Was dann also eben auch wir raten oftmals. Wie wir überhaupt von allem Illegalen abraten. Ja. Na gut. Man könnte ja auch seine Linux-Distribution über Tor sharen, aber. Ja, aber das ist ja. Sollte man dann auch nicht tun. Wurde eben dann auch von Seiten Tor gibt es dann eben wirklich Gegenmaßnahmen, so Ports-Block und ähnliches. Aber so eine wirklich gute Lösung gibt es da nicht. Was wir jetzt kurz übergangen haben, war, es gibt auch das eDunkit, das ist ein bisschen später dann zu mehr Ruhm gekommen, als die anderen Netzwerke so langsam ausstarben. Und nach eDunkit, was dann ein Serverkonzept war, da hat man sich auf einen Server verbunden und hatte dann eben quasi Zugriff auf oder die Kommunikation mit allen Leuten, die auf diesem Server waren. Also man konnte quasi die Dateien nur von den Leuten runterladen, die auch auf diesem Server waren. Mhm. Und da gab es dann eben nachher auch ein Konzept, Cademelia ist es, was eben dann auch quasi ohne Server funktionierte. Das Protokoll haben sich auch einige angeguckt, also wer möchte, kann da gerne sich das mal anschauen, das Cademelia heißt es. Cademelia. Cademelia. Genau. Entschuldigung. Cademelia heißt es und wird auch in einigen anderen Sachen benutzt und soll ein extremst ekelhaftes Protokoll sein. Also wer da den Wunsch hat, sich sowas anzuschauen, kann das natürlich gerne tun. Wird verlinkt. Genau. So, und dann kam man irgendwann auf die Idee, das muss ja auch besser werden. Ja. Und zwar anonym und sicher. Ja. Wie man sich das wünscht. Ja. Da gibt es Sachen, zum Beispiel Freenet ist ein Client und gleichzeitig Netzwerk. Muss man schauen, dass man da auch das Richtige findet. Es gibt ja auch diesen Anbieter, das heißt The Freenet Project ist der Suchbegriff, den man da suchen möchte. Und die haben sich eben zum Ziel gemacht, ein anonymes System, wo nicht mehr verfolgt werden kann, von wem denn die Datei eigentlich kommt, zu schaffen. Das hat sich allerdings, warum auch immer, vielleicht liegt es an der Bedienerfreundlichkeit, die noch nicht so gut ist oder war zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das angeguckt habe. Vielleicht liegt es auch an anderen Sachen.
einfach nicht durchgesetzt. Also inzwischen findet man da leider Gottes nur Content, den man sich dann nicht anschauen möchte. Das heißt, es wird eben von den Leuten benutzt, die definitiv im Netz anonym kommunizieren und sharen wollen. Hm. Naja, das ist halt das Ganze. Genau, das ist dann immer das, was als Argument kommt, wo man dann eben auch mit umgehen muss, wenn man ein freies Netz hat, dann kommt sowas vor. Aber es gibt zumindest, wer sich dafür interessiert, Ansätze, sowas umzusetzen. Ja, da hat ja bei der Vorbereitung der Kai Hamacher gesagt, und da hat er auch ganz recht, dass die ganzen Maßnahmen gegen File-Sharing, gerade gegen Peer-to-Peer-File-Sharing, dazu geführt haben, dass halt dieses Netz entsteht, in dem sich letztlich der Abschaum tummelt. Genau. Also im Grunde hat die von der Verwerterindustrie, hat der von der Verwerterindustrie erzeugte Druck dazu geführt, dass letztlich dann eben sogar Kinderpornografie und sonst was hier in so einem Netz fröhliche Urstände feiert. Und eben, ja, also das Netz wäre vielleicht gar nicht entstanden, wenn nicht dieser Druck entstanden wäre von der Rechteindustrie. Also im Grunde sind die natürlich eben indirekt da schuld daran, dass es solche dass Leute auf solche Netze ausweichen. Ja. Aber es ist halt wirklich interessant, dass das eben in dem Musiksharing und Ähnlichem keine Verbreitung, keine nennenswerte Verbreitung gefunden hat. Obwohl da, zumindest laut der Macher des Programms und des Netzwerks, es dort relativ sicher sein soll. Mhm. Ja, es hat was anderes. Es ist was anderes eingetreten, denke ich. Und das ist auch wieder, da sieht man eben auch die Urheberrechtsindustrie bzw. die Leistungsschutzindustrie, der Verwerterindustrie ist im Grunde selber schuld, weil natürlich die Leute gleich herausbekommen haben, oh, da werden wir abgemahnt und sonst was, oder sind vielleicht auch abgemahnt worden. Und dann haben sie halt was anderes gesucht, nämlich die One-Click-Hoster. Genau. Ja, und die also, One-Click-Hoster, das sind eben genau diese Plattformen, wo man sich eben was runterladen kann, oft indem man bezahlt für schnelleren Traffic, also diese Bäckerei, wo man halt Eintritt zahlen muss und dann noch warten muss ewig und nicht weiß, was drin ist und dann auch noch zahlen muss, dass man schneller an diese eventuell ekelhaften Brötchen, wo der Bäcker reingerotzt hat, für umsonst rankommt. Also das ist eben keine Gratiskultur, da muss man halt bezahlen für Schlechtes. Aber eigentlich sind die Leute da reingedrängt worden, weil eben das Peer-to-Peer-Dings eben plötzlich nicht mehr geht. Und selbst da wurde man ja reingedrängt, um da mal kurz zurückzugreifen. Weil das Interessante ist ja, dass es zu der Zeit eben, wenn man denn so eine MP3 haben wollte und man ist dann doch mal hat sich dann dieses Snapster, von dem alle geredet haben oder was auch immer, runtergeladen, hat sich das dann bei diese MP3 runtergeladen und festgestellt, ich brauche einen Klick und dann dauert das 10 Minuten mit meinem ISDN-Anschluss, bis diese MP3 da ist. Das ist ja eigentlich ganz simpel. Warum soll ich denn noch was kaufen? Und damit erzeugt man eben quasi einen Druck, dass die Leute in die Illegalität oder die Illegalität erstmal quasi schnuppern und merken, dass es dann doch ganz interessant da ist, weil eben das legale Angebot einfach schlecht ist. Ja, und unattraktiv. Man merkt es ja an vielen Dingen nicht. Ich meine, das ist ja das, wenn man sich eine DVD kauft oder auch beim Videoladen an der Ecke ausleiht, dann kommen halt diese ganzen Warnungen immer, dann wird man da noch als Urheberrechtsstörer, als Raubkopierer und sonst was alles tituliert, weil da eben diese Anti-Piracy-Spots kommen. Und wenn man sich halt was runterlädt im Netz, ist das alles nicht dabei. Und an dem kommerziellen Erfolg am Ende von iTunes, kurz einmal vorzugreifen, sieht man ja auch, dass es da den Bedarf an Legalem gibt. Also wenn dann eben gesagt wird, es gehen alle nur zu der kostenlosen Bäckerei, weil es da kostenlose Brötchen gibt, dann würde keiner mehr irgendwas produzieren können. Das ist völliger Humbug. Genau, man sieht ganz deutlich. Man sieht sogar an sämtlichen legalen Dingen, die entstanden sind, ob das nun iTunes ist oder Leute danach lechzen. Spotify oder ich meine Last.fm. Ja, das sind alles Sachen, die dann auch Jamendo, also wirklich dann auch genutzt worden sind.
Und ja, weil halt die Leute da einen Bedarf hatten, der nicht gestillt wurde. Mhm. So, jetzt zu den von dir schon erwähnten One-Click-Hostern. Ja. Genau, nachdem dann Peer-to-Peer, also das mir bekannte Protokoll, was heute noch benutzt wird, ist BitTorrent. Nach diesen Abmahnwellen war man sich dann da nicht mehr so glücklich mit und ist dann eben zu diesen One-Click-Hostern gewechselt. One-Click-Hoster heißt, ich habe eine Webseite, ich kann eine Datei hochladen, dann ein bisschen, dann habe ich einen Link, kann ich ihm geben, dann kann er diese Datei runterladen, in einem Klick. Deswegen dieser bezeichnende Name One-Click-Hoster, weil es wirklich, sage ich mal, für jeden Deppen zu handeln ist, zumindest anfangs auf Download zu klicken und schwuppdiwupp war die Datei da. Ja. Genau, sehr hervorgetan, zumindest lange Zeit war da RapidShare Marktführer und der interessanterweise in der Schweiz beheimatet ist, also nicht im fernen Asien oder Afrika, wo man nicht rankommen kann. Es wird ja immer gesagt, ja, und diese ganzen One-Click-Hoster, die uns hier die sitzen auf den Bahamas und die uns hier enteignen, ne, das sind, die sitzen irgendwo in Russland und man kommt nicht ran. Nein, also um das wieder mal deutlich zu machen, das stimmt nicht, das ist wieder Nebel. Das gibt es zwar auch, aber... Ja, aber RapidShare ist in der Schweiz. Genau. Der Marktführer, ne, in einem westlichen Land, wo westliche Gesetze gelten und wo man natürlich Urheberrechte durchsetzen kann. Zumindest lange Zeit. Also inzwischen ist es ein bisschen, hat sich das nochmal ein bisschen verbreitert, da sind andere Anbieter dazugekommen. Aber RapidShare war so der Erste, der es so gut hingekriegt hat und wir haben dann auch die Anbindung geliefert, die man braucht, um so Dateien zu sharen. Das ist ja, da muss man ja ganz klar sagen, das geht nicht mal so eben, wenn da die ganzen Leute plötzlich kommen mit ihren TSL-Anschlüssen. Das war ja... Naja, das kam ja dann auf, genau. Aber vielleicht kann man dann noch mal kurz erklären, wie das funktioniert, weil das vielleicht noch nicht so richtig, also wie das Geschäftsmodell von RapidShare ist. Also man kann da was raufladen. Ich glaube, man wird, glaube ich, sogar belohnt irgendwie, wenn man da Inhalte rauflädt. Ja, das hat sich von Zeit zu Zeit geändert. Also am Anfang war es wirklich, oder ganz am Anfang, weiß nicht genau, aber es ist dann sehr schnell dazu gekommen, dass Leute eben Punkte bekommen haben für Downloads. Das heißt, ich habe eine Datei hochgeladen und wenn sie sehr beliebt war und viele Downloads generiert hat, habe ich viele Punkte dafür bekommen. Gab es dann auch noch Einschränkungen, also Leute, die bezahlt haben, da habe ich keine Punkte für bekommen und sowas. Aber prinzipiell habe ich für Downloads Punkte bekommen. Die konnte ich eben entweder in eigene Accounts umsetzen, also dass ich selber so Premium, so ist das Konzept dort, Premium-Nutzer bin, oder eben auch auszahlen lassen kann. Oder kann auch diese Premium-Accounts anlegen und sie verkaufen oder ähnliches. Ja. Genau, also es Konzept, das prinzipielle Konzept ist eben Dateien hochladen, Dateien runterladen. Ja, und das Runterladen. Genau, das Runterladen, da kommt dann der Knackpunkt. Ja, weil genau. Das Runterladen, ja, da, man will ja irgendwie auch sein Geld dann machen. Das ist ja ein Unternehmen, das muss Geld verdienen. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, wie man, bei den meisten One-Click-Hostern ist es so, das machen kann. Die erste Möglichkeit ist, man hat ein bisschen Zeit dabei und kann lustige Captures lösen. Also was zwischenzeitlich sehr interessante, auch Katzen-Captures für Katzenfreunde bei RapidShare, die man dann einfach lösen muss. Noch kurz erklären, was ein Capture ist, weil jetzt meine Mutter, wenn die das hört, nicht weiß, was ein Capture ist. Ja, sie hat es aber vielleicht schon mal gesehen, wenn sie im Internet unterwegs ist. Ja. Das gibt es nämlich immer häufiger, um einfach dem wilden Klicken oder dem automatischen, also Programme, die so dann einfach alles runterladen, das Leben schwer zu machen, gibt es dann diese sogenannten Captures. Das sind Bilder, wo dann eben verzerrte Buchstaben oftmals mit Zahlen zu sehen sind, die man dann einfach in ein Feld darunter eintragen muss. Das ist dann quasi der Check, ob man ein Mensch ist. Ist auch, kann man fast schon eine eigene Sendung zu machen. Also es ist nicht machen, kannst du mal eine Sendung über Captures machen? Ja, könnte ich machen. Das weil das ist eine eigene Wissenschaft. Ja, das ist Wissenschaft wirklich für sich, interessant. Inzwischen ist es nämlich meistens so, dass den Menschen die Captures größere Probleme machen als den Computern. Richtig. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Aber ja, ich hatte das manchmal mal im Blog, weil halt da so viel Spam kam und so.
Genau, man kann damit die einfachen Sachen abhalten, aber... Dann hatte ich halt so eine mathematische Aufgabe da, das gab es als Plugin fürs Blog und das ging am Anfang super, ich war total stolz, weil ich fast keinen Spam mehr hatte und irgendwann hatten die Spammer da... Wenn es dann zu verbreitet ist... Ja, dann war Schluss. Deckt man es noch mehr Spammer als vorher. Genau. Ich kann ja auch zumindest die aktuellen Daten mal von der Webseite von RapidShare mal kurz, um mal so einen Eindruck zu gewinnen. Da haben sie so ein paar Fakten aufgelistet. Von wann die sind, steht jetzt nicht dabei, aber also, sie haben mehrere Millionen Besucher pro Tag. Sie haben 1000 Server, Speicherkapazität von mehreren Petabyte. Sie auch nehmen, ein Petabyte entspricht 100 Millionen Gigabyte. Das ist nicht von schlechten Eltern. Und die Leistungskapazität sind 800 Gigabit. Also die Leute, die damit was anfangen können, die wissen schon, dass das eine Hausnummer ist. Die, da kann man sich mit einigen wenigen in der Welt messen, die eine entsprechende Leistung überhaupt haben. Ja. Daneben steht noch quasi, die Erklärung entspricht in etwa der Kapazität von 1 Million DSL-Anschlüssen. Ja. Ja, das Wachstum von RapidShare ist natürlich auch exponentiell, aber es gibt halt Zahlen von 2010, ich meine, wir sind jetzt bei 2012, da hatten sie, was lese ich in der Wikipedia, 60 Mitarbeiter und einen geschätzten Umsatz von 5 Millionen Euro im Monat. Ja, also das ist natürlich schon, jetzt noch wahnsinnig gestiegen, also sie dürften... längst das Doppelte überschritten haben und da sieht man, was da für Geld beides ja gemacht eben der Markt auch sehr geteilt hat. Also es ist immer schwierig zu sehen, welchen Anteil welcher Hoster da hat. Das hängt auch sehr stark von der Community ab, denn bei RapidShare kam es dann nämlich, um nochmal kurz vorwegzugreifen, also sie haben natürlich nicht nur das Geschäftsmodell Premium, sondern eben wenn ich warte und dieses Capture eingebe, dann kriege ich auch noch Werbung serviert. Also es gibt, sie verdienen in jedem Fall entweder eine Werbung oder an mir als zahlenden Kunden. Ja. Naja, aber es ist, glaube ich, schon sehr viel also es gibt da auch viel zahlende Kunden. Das ist auf jeden Fall, weil, also, und das, woran sie sich messen müssen, ist eben einerseits die Geschwindigkeit, die sie bieten. Wenn man da Probleme hat, dann gehen die Leute natürlich weg. Also wenn ich jetzt extra meinen, oder was heißt extra, wenn ich meinen schnellen DSL-Anschluss habe und der da die Bits durch die Leitung tröpfeln, ist das nicht zufriedenstellend. Deswegen sind sie auch dann immer dabei, das auszubauen. Und das andere, größere Problem ist eigentlich, wenn der Content fehlt. Denn RapidShare lebt davon, dass das Content da ist, ob es jetzt meine Urlaubsbilder sind, was, also ich benutze RapidShare auch oder habe es lange Zeit benutzt, um einfach Dateien zu teilen mal schnell und auch mal Leuten zu sagen, schick mir jetzt die 10 Megabyte Datei mal bitte nicht per E-Mail, sondern klick dahin und dann klickst du da auf Datei auswählen und auf Upload. Das sind drei Schritte, dieser Upload ist total einfach. Ja, naja, wenn genau. Wenn es eine Datei ist, dann ist es auch kein Problem, da mal kurz zu warten. Wenn man jetzt allerdings in diesen Gratis-Kulturbereich reingeht, dann wird es natürlich problematisch, wenn die Dateien plötzlich verschwinden. Denn RapidShare wurde dann mehrmals schon angeklagt und mehrmals schon vor den Kadi gezerrt, um eben bestimmte Sachen zu unterlassen. Und inzwischen gibt es eben Interfaces für die Rechteverwerter, wo sie einfach Dateien sperren können, relativ einfach. Das tun sie auch in erheblichem Ausmaße, weil es auch in erheblichem Ausmaße dort verbreitet wird. Und das ist dann am Ende einfach nur ein Katz-und-Maus-Spiel. Was dann eben für den User problematisch ist, weil wenn ich jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, gerne irgendwas runterladen möchte, was jetzt vielleicht nicht gerade von vor 5 Minuten ist, dann ist das einfach nicht mehr da. Und dann gucke ich mich vielleicht um, ob ich einen anderen Anbieter finde, wo das noch da ist. Und genau, deswegen, wegen dieser Probleme gab es dann plötzlich immer mehr neue Anbieter. Inzwischen gibt es da ziemlich viele. Was eben für den Konsumenten es auch relativ problematisch macht. Also da hat ich denke, da war auch so der Wunsch, diese Monopolstellung, die RapidShare definitiv hatte, weil man musste nur auf RapidShare sich anmelden und man hatte halt alle Dateien, weil das nahezu immer bei RapidShare verfügbar war. Ja, ja. Und durch mehrere Anbieter hat man eben das Problem, dass es jetzt einfach verteilt ist. Es gibt dann eben den Punkt, dass man das entweder möglichst überall hochlädt oder auf veralteten Plattformen oder eben
dass man möglichst überall diese Premium-Accounts hat. Was sind denn Multi-Uploader, Multi-Downloader? Genau, das habe ich jetzt noch so auf die Liste draufgepackt. Das ist nämlich quasi die userfreundliche Version davon. Das haben sich dann auch Anbieter herauskristallisiert oder haben sich Anbieter gegründet und sind hervorgestochen, die einfach dieses Hochladen für einen übernommen haben. Das heißt, normalerweise müsste ich ja dann auf Rapidshare gehen, müsste meine Dateien hochladen, also das ist auch wieder dieses Aufgeteilte, weil da gibt es halt immer Limits, 100 Megabyte, sage ich jetzt mal, so ein gern genommenes Limit. Und da muss ich halt, wenn ich da jetzt eine DVD hochladen will, die 4 GB groß ist, muss ich halt mehrere Dateien hochladen. So, und das mache ich dann mit einer Software logischerweise, die gibt es dann auch von dem Anbieter, da sage ich dann, lad mal diese ganzen Dateien hoch. Und am Ende spuckt er mir dann den Links dafür aus. So, trotzdem ist bei den meisten Leuten, die sowas machen, auch die Upload-Kapazität begrenzt. Das heißt, es dauert ja, bis ich die ganzen Dateien hochgeladen habe. Es ist ja immer noch so, dass meistens der Download deutlich schneller geht als das Hochladen. Mhm. Und wenn ich es dann natürlich bei allen möglichen Anbietern hochladen will, dauert das seine Zeit und eben kostet meine Bandbreite. Dann gibt es eben Anbieter, da lade ich es einfach bei diesem Anbieter hoch und sage diesem Anbieter dann, lade du das doch mal auf RapidShare und auf diversen anderen Plattformen dann einfach hoch und der macht es dann für mich. Das heißt, ich habe einmal diesen Hochladevorgang und der puffert das quasi bei sich, bringt es aber nicht selbst zum, also bietet es nicht selbst zum Download an, sondern verteilt es dann nur auf diese One-Click-Hoster. Und dadurch kann man dann auch Dateien immer mal schnell wieder neu hochladen. Das heißt, wenn dann mal was gelöscht ist, konnte ich einfach auf Re-Upload klicken und spuckdiwupp war die Datei wieder da. Zwar unter einem neuen Link, den muss ich dann wieder bekannt geben, aber sie war halt wieder da. Ich habe keine Zeit verschwendet, sondern habe einfach auf einen Klick gemacht und fertig war die Sache. Das wurde später ein bisschen schwieriger, weil dann hat man Hashes gemacht und dann musste man halt an dieser Datei noch was verändern, aber das ist kein großer Aufwand. Also so ein Hash nimmt halt jeden Bit und ich kann da problemlos hinten einfach noch was zwischendrin was verändern oder mal ein Bit anhängen. Genau, ein Bit anhängen. Das ist oftmals kein großes Problem und es gibt da auch entsprechende Methoden, sowas zu tun und dann wird es halt nicht mehr erkannt. Also das hilft einfach nur gegen das wirklich gleiche Dateien, dass man auch, wenn jetzt Leute hingehen und die gleichen Dateien mehrmals hochladen, dann sind halt alle auf einmal gesperrt. Genau. Multi-Downloader ist dann das Gegenteil davon? Genau, also bei Downloader gibt es, fangen wir glaube ich mal so an, es gibt eine relativ bekannte Software, das ist so der J-Downloader. Mhm. Damit kann man dann Sachen runterladen, also ich kann dann diesen J-Downloader, das ist eine Java-Software, dem kann ich dann beispielsweise Links geben und der durchsucht diese Links dann auf Links zu eben diesen One-Click-Hoster. Okay. Oder ich kann ihm Dateien, es gibt da verschiedene quasi Container-Formate. Das heißt, ich kann Dateien runterladen von bestimmten Seiten, da brauche ich also wieder so eine Art Suchmaschine. Die gibt mir dann entweder diese Links, ich kann eben noch sagen, also ich habe dann eben diese Links zum Download, oder ich habe Dateien, wo diese Links drin sind. Und diese Suchmaschinen sind halt immer von verschiedenen Anbietern. Das können irgendwelche Foren sein, das kann alles möglich sein. Hat mit diesem One-Click-Hoster selber aber dann nichts zu tun. Und genau in diesem J-Downloader kann ich eben den Link reinpacken oder dieses Container-Format und dann lädt er mir das runter. Ja. Da gibt es verschiedene Formate. Anfangs hat man dann noch quasi ein verschlüsseltes Format genommen, was dann eben proprietär war, was dann eben entschlüsselt wurde, lokal. RSDF. RSDF. Es gab vorher noch andere, aber RSDF hat sich dann erstmal durchgesetzt, weil es dann schon den Anspruch hatte, einigermaßen sicher zu sein. Da haben aber dann eben auch Leute sich hingesetzt und das mal ein bisschen auseinandergenommen und haben dann festgestellt, dass es dann doch nicht so sicher ist. Es gab vorher noch CCCF. Kleine Anmerkung. Und eben gemerkt, dass es noch nicht der weiße letzte Schluss ist. Und dann gab es eben das DLC-Format. Das DLC-Format hat eben auch, da sind auch diese Links drin.
die entschlüssel ich allerdings online. Das heißt, ich habe einen Dienst, der mir quasi den Schlüssel zur Verfügung stellt, womit ich dann diese Formate entschlüsseln kann. Ja. Genau. So, und das vereinfacht, da konnte ich dann allerdings auch diese Premium-Zugänge angeben oder konnte eben auch ihm sagen, dass er einfach warten soll. Der hat auch dann immer weiter Funktionen bekommen, also er kann auch Batch-Skripte ausführen nach dem Download zum Beispiel. Was ja gerne gemacht wurde, ist, du hast jetzt eine Datei runtergeladen, jetzt wartest du erstmal, da du kein bezahlender Kunde bist, jetzt wartest du erstmal eine Stunde, bevor du wieder eine Datei runterladest. Auf IP basiert, schwuppdiwupp hatte dieser J-Downloader natürlich auch einen IP-Changer drauf, der dann einfach dem Router gesagt hat, verbinde dich mal neu, was bei den meisten DSL-Anschlüssen bei uns eben heißt, man kriegt eine neue IP zugeordnet. Ja. Genau. Die Multi-Downloader, das ist jetzt mit dieser aufgekommen, damit das eben das inzwischen relativ unüberschaubar schon ist, dass der Wald der One-Click-Coaster und ich eben jetzt langsam das Problem habe, dass ich nicht, eigentlich nicht überall einen Premium-Account haben möchte, weil das kostet dann vielleicht doch schon mal 8, 9, 10 Euro im Monat. Ja. Wenn ich das bei 10 habe, dann kostet mich das 100 Euro bei 10 Euro. Ja, das ist ja meine Rede. Das ist halt, das macht halt irgendwie teuer. Keinen Spaß mehr. Dann. Also ist nicht dann, gratis. Genau, dann habe es vielleicht immer noch komfortabler, als wenn ich jetzt in den Laden gehe. Aber ich zahle halt schon verdammt viel Geld dann dafür. Mhm. Wie immer das so ist, wo ein Markt ist, hoffentlich auch ein Anbieter. Ja. Sonst kommt in den meisten Fällen einer dann dazu. Ja. Und das ist in dem Fall passiert. Denn es gibt quasi Anbieter, die mir sagen, okay, du zahlst uns jetzt eine Summe X und wir geben dir dafür auf vielen One-Click-Coastern quasi Premium-Zugang. Relativ einfache Sache, zumindest wenn man jetzt mal Überwachung und sowas vorlässt, dass sie natürlich das nicht wollen, diese Hoster, dass du das jedes Geld dafür kassieren, weil die wollen natürlich ihre eigenen Mitglieder haben. Na gut, aber man kann das ja hinkriegen. Man kann ja da tatsächlich mit den Hostern eventuell verhandeln und sonst was. Außerdem wenn die Datei schon mal runtergeladen wurde, kannst du die ja zwischenspeichern und dann brauchen wir den Hoster gar nicht. Es geht schon, aber du brauchst ja natürlich die irrsinnige Datenmenge und bist dann ja selber stimmt. Der Anbieter. Und das stimmt, ja. Nee, das stimmt, das ist unpraktisch. Also, so wie das heute funktioniert, ist relativ simple Lösung. Man hat nämlich einfach so einen Proxy, den trägt man in diesen J-Downloader ein. Und das ist dieser J-Downloader, diese Proxy, geht dann halt, lädt quasi meine Datei von RapidShare über diesen Drittanbieter runter. Das heißt, ich connecte mich zu diesem Drittanbieter, der geht dann zu RapidShare und meldet sich mit den Account-Daten an, lädt dann die Datei zu sich runter und lädt die dann gleichzeitig auch, leitet sie dann quasi zu mir weiter. Ja. Also ganz normales Proxy. Ja. Eine ganz normale Proxy. Das funktioniert dann auch entsprechend gut. Und das gibt es halt eben auch, um es noch kurz einzuwerfen, eben nicht nur für diese One-Click-Hoster, sondern auch für andere Sachen, die uns in Deutschland verwehrt bleiben. Beispielsweise Hulu, beispielsweise YouTube-Videos. Ja, da musst du auch mal kurz erklären bei Hulu. Ne? Genau, bei Hulu ist es so, dass Hulu.com. Genau, Hulu.com, das ist eine Webseite, die bietet Streaming an vornehmlich von Fernsehserien, allerdings nur eben für den amerikanischen Markt. Ja, und ist da übrigens auch legal. Für einige das ist auch noch mal Märkte, aber eben explizit nicht für den deutschen Markt. Ja. Das heißt, in Deutschland, mit einer deutschen IP, kann ich diesen Dienst nicht aufrufen. Was ätzend ist, denn ich meine, auch hier gibt es Leute, die stehen auf Serien. Genau. Und du willst die ja im Original haben, du willst die ja sofort haben, wenn alle schon im Internet drüber sprechen. Wir hatten ja heute Abend hier einen Vortrag über My Little Pony, die Serie. Ist ja total blöd, wenn man irgendwie sich dafür interessiert und die Serie nicht sehen kann im englischen Original und zwar sofort. Das Problem ist ja nicht, dass das mit der kostenlos Geschichte, sondern dass man halt bestimmte Inhalte einfach mal sofort haben will. Genau. In der globalisierten Es gibt ja diese Welt. Verwertungsdenke und zwar in Zonen eingeteilt und Deutschland ist halt eine Zone, die nicht den USA entspricht und da wird erst synchronisiert. Und wenn ich die englische Version haben will, habe ich entweder Glück und vielleicht Pay-TV oder ich muss warten, bis irgendwann mal eine Blu-ray oder eine DVD oder was auch immer rauskommt, wo dann eine englische
ja. englische Sprache und drauf ist. Und dann ist es auch wieder nicht richtig, weil dann manche, und dann, weil dann da keine englischen Untertitel drauf sind, weil es immer heißt, ja, wofür brauchen die Deutschen denn englische Untertitel? Ja, nee, ich will aber die englische Fassung sehen und ich möchte am besten die Untertitel für die Gehörlosen haben und so, wo ich dann genau lesen kann, was die da sagen. Oder andere Sache ist auch Bildqualität. Also wer in Amerika schon lange in HD gesendet wird, ist es in Deutschland eben Tonqualität übrigens sehr, auch. Sehr gering. Der Originalton ist, wenn du eine deutsche DVD oder ich glaube sogar Blu-ray, da habe ich jetzt weniger Erfahrung, eine deutsche DVD kaufst oder ausleihst, dann ist meistens der englische Originalton eben nicht in was weiß ich, Dolby Digital oder TS was ist Dings habe ich auch inzwischen bei Blu-rays ist dann True HD und sowas. Ja, ja. Aber das ist ja blöd, wenn der Ton dann nicht passt. Und im Original hätte ich doch gerne den Originalton. Genau. Ja? Also es ist halt einfach extrem viele Unzulänglichkeiten, die da auf uns einprasseln. Und Hulu ist eben da und da wird eben auch einfach nur der Proxy angewendet, sodass Hulu denkt, ich hätte eine amerikanische IP. Und dann kriegt man die Sachen. Das Ähnliche bei YouTube. Jeder kennt diese nette Meldung. Dieser Content ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Geh mal zu GEMA und sag dir mal, wir brauchen billige Verträge. Schwuppdiwupp, gehe ich nicht mehr über eine deutsche IP. Problem ist ja gelöst, genau. Problem man geht nicht eine deutsche IP oder nimmt SS YouTube oder wie es heißt. Genau. Und da gibt es weitere Beispiele. Also gibt es noch BBC, auch wieder. Ja, genau. BBC. Sehr eben darauf Wert legen oder Wert legen müssen, dass sie ihre ganzen Dokumentationen und Ähnliches nur in Großbritannien und eventuell noch anderen Märkten, aber zumindest nicht in Deutschland zur Verfügung stellen. Ja. Und das einfach, da hat man einfach kaum andere Möglichkeiten, außer eben zu beten, dass es vielleicht mal ins deutsche Fernsehen kommt. Ansonsten hat man da eigentlich prinzipiell verloren. Jetzt kann man sich vielleicht dann irgendwann noch DVDs holen, aber selbst das dauert immer erstaunlich oder elendig lange, bis wir in den Genuss kommen können, da irgendwie das Geld dafür auszugeben. Das ist ja das, was wir beide ja kritisieren. Mhm. Wir können mit den Scheinen wackeln, aber irgendwie. Ja, ja. Nee, das ich interessiert keinen. Als damals der Film The Dark Knight rauskam, hatte ich zufällig, also ich habe so einen bei Last.fm, eigentlich auch nochmal empfehlen. Bei Last.fm habe ich so einen Kanal mit Filmmusik. Hans Zimmer, ich halt immer gerne. Und so. Und dann kamen plötzlich Sachen aus The Dark Knight von Hans Zimmer. Und ich dachte, ist ja toll, will ich sofort haben. Und dann kann man ja wunderbar, Last.fm hat ja so die Verkaufspraktik, ein Klick, du bist bei Amazon und kannst das Ding kaufen. Ich klick, ne, erwartungsvoll, ne, zuck meine Kreditkarte, klick und dann sehe ich, wie, was, ist erst ab 16. August bei Kinostart in Deutschland verfügbar. Da habe ich auch gedacht, jetzt wollte ich es gerade kaufen. Willkommen bei der Globalisierung. Ja, und das Ende vom Lied war, ich konnte es halt nicht kaufen. Und am 16. August, als es rauskam, hatte ich dann die Lust dran verloren. Also wieder Geschäft entgangen. No? Nur weil ich es nicht gleich klicken konnte. Also wenn man sowas so sieht, dann denkt man auch immer an Es wird eben auch oft gesagt, da besteht kein Markt für. Also gerade für die englische Sprache und viele Sachen, viele Serien und sowas, da gibt es in Deutschland keinen Markt. Und das ist eigentlich die Aussage quasi wie, dann kopiert's doch. Also um nochmal unser Bild mit der Bäckerei zu haben, die Bäckerei, die das normal verkauft, die gibt's gar nicht. Genau, ne? ich habe keine Körnersemmeln, weil Körnersemmeln ist hier kaum einer. Ja, so. Aber gegenüber, in der Bäckerei mit den ätzenden Werbebannern und den nackten Brüsten und dem Eintritt und dem Zahlen müssen, um es schneller zu kriegen oder warten müssen oder dann hat der Bäcker noch reingespuckt, da kriege ich aber... kriege ich die Brötchen, die ich will. Also ist schon absurd. Also diese ganze Diskussion über die Gratiskultur ist und die Situation ist an sich absurd. Serienjunkies steht da noch. Ist das Serienjunkies ist mal einfach rausgegriffen, eben eine Seite, die eben diese Links anbietet zu diversen Hostern und das ist einfach ein riesiges Archiv an Serien und zwar möglichst aus allen Generationen, die man so findet, mit möglichst vielen Sprachen, also etwas, was man auch nicht kaufen kann oder
zumindest habe ich es vielleicht nur nicht gefunden in den meisten Fällen, aber es sind Sachen wie, ich möchte jetzt gerne My Little Pony haben, und zwar in HD mit Deutsch und englischer Sprache. So, und wenn ich dann mal ein iTunes klicke, dann sagt er so, ja, hier, deine Sprache ist jetzt Deutsch oder deine Sprache ist jetzt Englisch. Oft geht die Sprache Englisch nicht bei iTunes. Bin ich in Deutschland und dann ist es irgendwie, gibt es nur auf Deutsch. Ne? Genau. Also das heißt, ich muss eigentlich auf eine Blu-ray warten, weil eine DVD hat auch kein HD-Content. Ja, ich wollte damals ja ziemlich beste Freunde im Original sehen, auf Französisch und bitte gerne mit französischen Untertiteln. Da war ich aber angeschmiert. Also das war... gab's also gar nicht. Ich habe es hinterher von einem Kumpel bekommen, als legale Privatkopie. Aber es ist, den denkt immer nur, man ist irgendwie Kafkaesk im Grunde. Ein Punkt, der auch noch auf der Liste ist, ich habe sie Mega-Upload, diese. Ach ja, genau, ja, da hatten wir was. Genau. Genau. Weil es kommen wir gleich auch nochmal zu Mega-Upload, aber. Mega-Upload sollten die meisten Leute mitbekommen haben über die Medien, dass der Herr Kim Schmitz ehemals hat diese Webseite oder diesen Download-Dienst betrieben und der wurde halt geschlossen. Und in dem Moment, wo er eben geschlossen wurde, ging dann plötzlich auch tatsächlich Angst durch diese One-Click-Hoster, zumindest durch ziemlich viele. Mhm. Ja. Und dann hat sich das nochmal ordentlich selektiert. Also vorher, gerade durch die Unzulänglichkeiten von RapidShare und da die Leute gemerkt haben, da kann man Geld machen, gab es immer mehr. Und Mega-Upload natürlich auch nicht zu vergessen. Die haben da auch dick mitgemischt. Und dann wollten eben viele Leute was vom Kuchen abhaben. Und dann ist eben Mega-Upload mit großem Tara geschlossen worden. Und dann hatten plötzlich die ganzen Kleinen die Hose voll und haben tatsächlich sehr benutzerunfreundlich ihren Dienst einfach zugemacht. Und zwar so in der Nacht, so von heute auf morgen. Und manche haben dann noch so gesagt, ja, wir lassen euch die Dateien irgendwie noch für x Tage, ihr könnt es jetzt noch runterladen, eure eigenen Dateien wohlgemerkt nur. Mhm. Aber selbst das war bei einigen Hostern nicht möglich. Die haben dann quasi die Flucht angetreten und warten nicht mehr gesehen. Aber die Großen gibt es eben immer noch, also davon ist eben RapidShare einer. Gibt da also, wenn man One-Click-Hoster sucht, diverse noch. Wir müssen jetzt auch, denke ich mal, nicht für spezielle Werbung machen. Nee, müssen wir nicht. Nee, das ist ja sowieso, also gerade bei Mega-Upload, da habe ich ja sowieso das Gefühl, also dass das irgendwie eine nicht zu vertretende Ansatz ist. Denn es war ja klar, dass Mega-Upload vor allen Dingen Geld verdient hat, also Kim Schmitz mit eben auch urheberrechtlich geschützten Sachen. Halt, wird das Gerichtsverfahren zeigen müssen. Also, da gibt es ja verschiedene Argumentationen, dass es, sagen wir so, eine Zeit lang das gut befördert hat. Mag gut sein, aber Da müssen wir schauen, was da wirklich rauskommt, weil so ein Upload-Dienst, da kannst du gut damit argumentieren, dass eben viele, gerade auch mit quasi Geld für Downloads, du doch beliebte Downloads, was nun mal kostenlose Sachen, die eigentlich Geld kosten, sind, das klar beförderst. Also Urlaubsvideos werden selten mehrere hunderttausend Mal runtergeladen. Naja, klar. Naja. Ja. Ja, da können wir auch, glaube ich, fast dann. Ja, da können wir eigentlich. Können wir rüberspringen zu. Dem nicht vorhandenen Punkt. Streaming könnte man eigentlich, genau, oder? Genau, das Streaming ist. Ach, da oben. Das ist, also Streaming ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Ist ja auch so ein gewisses Bedürfnis von Leuten, die halt sagen: Oh ja, jetzt will ich mal schnell diesen Film sehen. Will den nicht auf meinem Rechner haben, sondern will das einfach also streamen, also sozusagen. Gerade die Pixel auf meinen Computer laden, die ich sehen will. Also da gab es ja Kino.to, das war ja die das praktisch das, was man gestreamt hat. Auch groß in den Medien, auch zumindest jetzt aktuell immer in den Medien, wegen den Urteilen, die es da gibt, ja, gegen die Betreiber.
die allerdings auch gut mitgemischt haben. Die haben nämlich, Kino.to war halt quasi eine Art Suchmaschine, wo man sich dann alles Mögliche an Bild- und Tonmaterial kombiniert anschauen konnte, also sowohl Serien als auch Filme. Und der interessante Punkt war eben, sie haben halt immer gesagt, sie sind nur die Suchmaschine. Dann inzwischen wissen wir, dass sie auch diese ganzen Streaming-Dienste oder einen Teil dieser Streaming-Dienste selbst betrieben haben. Ja, ja. Was natürlich dann ganz klar problematischer ist, als die Suchmaschine zur Verfügung zu stellen. Und sie haben Dinge ja nicht umsonst angeboten, das ist ja nur scheinbar umsonst angeboten. Also man kriegt ja dann irgendwie... Also ich habe es selber nicht ausprobiert, man konnte sich was anschauen, dann war aber nicht der Film zu Ende und dann wird man zur Kasse gewählt. Genau, das gleiche Prinzip quasi bei dem anderen Blitz. Einer Teil runter, nach wartest du, gab es eben das Prinzip, du kannst x Minuten schauen und hast dann irgendwann plötzlich... Ja, der Kinofilm ist immer länger. Ja. Genau, warten Sie mal jetzt, 70 Minuten sind um, jetzt können Sie gerne eine Stunde warten oder... kaufen sie doch mal. Ja, ja, genau. Und dann haben die Leute natürlich gekauft. Und die haben ja auch viel Geld eingenommen. Ich glaube, also ich habe da irgendwas gehört, dass sie das da irgendwie ja konnten. Also die konnten in Deutschland, wurden ja beschlagnahmt. Und da waren, glaube ich, insgesamt, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht irre, 34 Millionen Euro drauf. Kann gut sein, ich bin und das ist natürlich schon also, das haben wir bei eine Kino erhebliche auch. Summe Geld. Und das ist ja nur das aktuelle Geld, was sie gerade auf dem Konto haben. Also werden sie auch schon wieder was ausgegeben haben, Mitarbeiter bezahlt haben, sonst was. Also das bedeutet, dass da ordentlich Geld abgesahnt wurde. Und da fragt man sich eben immer, warum haben das nicht die Rechteinhaber selber angeboten? Oh, hätte sie ja keiner daran gehindert. Hm? Ja, und da sind wir auch dann bei dem Ende von Kino.to sind wir auch später bei der Hydra. Ja. Schwuppdiwupp, ganz zufällig gab es dann nämlich eine verblüffend ähnlich aussehende Seite mit einem verblüffend ähnlichen Namen, nämlich kinox.to. Ja. Auch diverse andere, aber die sticht halt sehr daran aus, weil sie eben genau das gleiche, genau gleich aufgebaut ist und aussieht wie Kino.to. Und eben auch dieses Streaming hat. Und zwar ziemlich schnell nach dem Ende von Kino.to. Ja. Ja, das sieht man eben. Ja. Genau, und dann gibt es eben noch diese Mega-Company, wo es neben dem Mega-Upload, was wir eben ja schon besprochen haben, eben auch einen Dienst gibt, der quasi das streamt. Also das gibt nicht nur Mega Upload, sondern auch Mega Video hieß das. Genau, ja, da konnte man auch streamen. Genau, da konnte man dann eben auch streamen und gehörte eben dann zum selben Verein dazu. Ich hätte vorhin ja schon mal darauf verwiesen, dass wir dann auf die Freunde Grafenreuth nochmal zu sprechen kommen. Und zwar werden wir das jetzt auch kurz tun. Schauen, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Genau. Also unter anderem bei Kino.to können wir noch gäbe es noch einige andere Sachen, aber das muss ich mal ganz kurz. Ja, das wusste ich gar nicht, dass der da auch mitgewirkt hat. Aber ja, der hat bei einigen mitgewirkt. Warte. Das ist doch gerade ja, naja, das müssen unsere Hörer bei Laune halten, wenn du jetzt lange rumsuchst. Genau, also ich finde jetzt den genauen Zusammenhang nicht mehr, aber auf jeden Fall spielte der da meiner Erinnerung nach auch mit im Hintergrund. Ja. Oder eben bei der Mega-Company. Auf jeden Fall waren da sowohl Grafenreuth und auch. Jedenfalls sieht man, dass das Streaming ein Geschäftsmodell ist, mit dem man viel Geld machen kann. Und da fragt man sich wirklich, warum es die Rechteinhaber nicht tun. Genau. Wäre ja einfach. Ich find dieses Streaming auch sehr interessant, denn ich greife mal nämlich vor, dass es ja auch die legalen Angebote gibt. Und da gibt es unter anderem das
doch recht beliebte, würde ich fast behaupten, LaFilm in Deutschland, wo man sich üblicherweise DVDs und Blu-Rays ausleihen kann. Also die werden dann nach Hause geschickt. Die bieten auch einen Streaming-Dienst an. Ah ja. Da die es nach Hause schicken und so, da muss man sich immer vorher entscheiden, was will ich sehen. Und das will man ja auch einen Tag später haben. Genau. Will ja jetzt. Genau, ich will mich auf meine Couch setzen und denken, jetzt gucke ich den Film. Ja. Genau, und das soll man da können. Und dann habe ich mir das halt geklickt. Die haben auch so gratis Zeit und da konnte man das auch gut ausprobieren. Und ich dachte, ja, gut, neue digitale Welt, schöne neue Welt, probieren wir mal aus. Und? Dann kam die Ernüchterung. Ja? Also erstmal ist es die Auswahl an Streaming, überhaupt zum Streaming bereitstehenden Videos sehr gering. Mhm. Dann habe ich tatsächlich doch einen Film gefunden, der mich dann angesprochen hat. Ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Hab den dann geöffnet für Streaming. Hab das schön auf meinen Fernseher gezogen. Großen Bildschirm, dass ich das auch in voller Güte genießen kann. Und ich stelle dann fest, dass mich der allerhässlichste Pixelbrei anschaut. Also eben kein HD, nicht mal DVD-Qualität, sondern ich weiß nicht, was es war, aber es, sag ich mal, halbe VGA-Auflösung wird das schon gewesen sein. Also Briefmarkengröße würde man jetzt vielleicht sagen. Also furchtbar. Vielleicht haben sie sich inzwischen gebessert. Da war das noch einigermaßen neu, aber auf jeden Fall war es abschreckend. Ja, ja. Der Rest, muss man sagen, funktioniert gut, aber das war einfach... Mhm. Ja, ich frage mich, ob es wirklich nur daran liegt, dass die Rechteinhaber zu dumm sind. Ich glaube auch, dass die behindert werden, daran solche Sachen zu machen. Denn erstmal gibt es ja so Kartellvorschriften. Also die können sich nicht zusammentun und einen Streamingdienst machen. Da muss es halt irgendwie für jede Firma ein eigenes geben. Das ist sicherlich ein Problem, obwohl man das auch irgendwie hinkriegen könnte. Genau. Also man könnte sich trotzdem, man könnte sagen, okay, wir bieten jetzt das getrennt an, aber es gibt irgendwie, ich meine, bei der Deutschen Bahn geht es ja auch, dass man mit verschiedenen Bahngesellschaften mit der gleichen Fahrkarte fährt. Also das müsste ja auch irgendwie gehen, also auch innerhalb der Kartellvorschriften. Und dass das jemand anders macht, da ist halt das Problem, dass wahrscheinlich das Aushandeln dieser Rechte wieder so kompliziert ist, was natürlich auch mit dem Urheberrecht zusammenhängt, dass es wahrscheinlich gar nicht niemand erst versucht. Obwohl das natürlich ein tolles Geschäftsmodell wäre. Und gerade im globalen Kontext ist es halt immer noch schwierig. Also da sind die Brücken nicht vorhanden. Was wir jetzt noch nicht, um mal nochmal wegzukommen vom Streaming, weil das haben wir jetzt, glaube ich, genug behandelt. Was es noch gibt, ist das Direct Connect. Kennen vielleicht auch einige schon. Das beruht quasi auf dem Prinzip der eigenen Peer Group und auf dem Prinzip des Vertrauens. Das heißt, ich habe eine Software und kann quasi Leute zu einer Gruppe hinzufügen. Das heißt, Leuten, denen ich vertraue, wo ich eben weiß, die sind keine Abmahnanwälte hoffentlich, die füge ich eben zu meiner Gruppe hinzu und dann können wir eben Dateien sharen und glücklich sein. Es gibt ja solche Gruppen. Ja, es gibt ja Leute, die ja gemeinsam ein relativ spezielles Interesse eben auch haben, wo man sich dann auch gleich kennt irgendwie und dann kann man ja Sachen entsprechend tauschen mit deinem Connect. Und was natürlich immer geht, der Alltime Favorite ist der Schulhoftausch. Also das ist halt der Punkt, den man auch nicht verbieten will und darf. Wo es ja in Deutschland schon eigentlich eine gute Lösung gibt mit der Privatkopie. Und dafür zahlt man ja eben Geräteabgaben und Abgaben auf Speichermittel. Genau. Nur inzwischen ist halt so, dass man das halt nicht mehr von Kassette zu, dass man nicht mehr Kassetten tauscht auf dem Schulhof, sondern dass man das von Gerät zu Gerät macht. Und das eben oftmals auch unkontrolliert. Also da wird gar nicht mehr selektiert, ich möchte jetzt gerne das und das Lied haben, sondern das ist dann einfach so. Da ist eine 500 GB Festplatte, da sind 500 GB Daten. Ja. Ich nehme mir mal alles und schaue dann, was ich wegwerfe. Mhm. Ja, naja, und es ist ja so, ich habe hier so eine Festplatte. Das sind 2,5 Zoll, die ist sogar noch ziemlich groß. Ich habe noch eine davon, die ist inzwischen schon wieder kleiner. Es ist halt jetzt so groß wie mein iPhone, oder ist ein bisschen größer. Und auf diese gehen halt 1,5 Terabyte.
Und inzwischen vielleicht, die ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre alt, inzwischen geht vielleicht auf sowas, gehen 2 oder 3 Terabyte. Das heißt also, man hat da schnell so eine ganze Bibliothek zusammen. Ich meine, da geht ja wahnsinnig viel Musik drauf. Wenn man da die Musik drauf hat. Und Filme eben auch, also ist halt nicht mal voll. Und ich denke, dass da müssen wir gar nicht auf die nächste Generation warten. Das ist jetzt eine Frage von 2, 3 Jahren. Da hat man halt auf so einem iPhone irgendwie sowieso das gesamte Wissen der Welt und alle Daten. Und dann haben halt, dann ist alleine über den Schulhoftausch, können halt die Kids schon alles einfach ungesehen austauschen. Und dann hat jeder eben das aktuelle Wissen der Welt, also sämtliche Werke, sämtliche Filme, sämtliche Musik, die man nur irgendwie hören will, da. Und das ist, ja, von daher, was will man machen? Also wenn man wirklich Urheberrecht dann da durchsetzen will, also im Grunde geht es ja hier nicht um Urheberrecht, sondern eher so um Verwertungsrechte, dann muss man halt hergehen und dahinter jeden Menschen einen dahinter stellen. Und das will man ja nicht. Das geht gar nicht. Genau. Auch noch ein Punkt, den ich noch kurz ansetzen möchte, ist nämlich auch der negative Punkt, warum, oder der Punkt, warum denn dass die Beschaffung aus dem nicht legalen Dunstkreis oftmals interessant ist, ist eben, wie du schon sagtest, bei Videos zum Beispiel, dass du diese ganzen bösen Sachen gar nicht mehr hast, diese ganze negative Werbung, also die du dann auch nicht überspringen kannst, also Trailer teilweise, aber eben auch diese Raubkopierer sind Mörder und gehören in den Knast und sowas, das ist ja gerne davor geschaltet. Und dass das eben die Kunden sehen, die dafür bezahlen, ist halt eigentlich schon ein extremer Witz. Also ich bekenne mich dazu, dass ich mir durchaus so Scheiben kaufe und mich auch sehr darüber aufgeregt habe und zu meinem Erfreuen festgestellt habe, dass das anscheinend mal irgendwann angekommen ist, weil auf den Blu-rays, die ich mir so kaufe, kommt oftmals so ein großes Logo und da steht dann Thank you drauf. Naja, genau. Danke, dass Sie sich dieses Werk gekauft haben, was ja psychologisch die viel bessere Taktik ist. Man dankt mir als Kunden, dass ich mein Geld zur Verfügung gestellt habe, genau. Mein Geld weitergegeben habe. Und nicht, man droht mir, wenn ich es nicht tue, dann werde ich bestraft. Naja. Das ist meiner Meinung nach der viel bessere Ansatz. Da fühle ich mich gleich viel wohler, als direkt beschimpft zu werden. Naja. Und wo das dann noch weitergeht, also dass in dieser Videoindustrie ist es ja noch, ich sage mal in Anführungszeichen, harmlos. Wobei da ja auch die Lächerlichkeit eigentlich ist, dass man ja diese DVDs auch nicht kopieren kann. Oder kopieren kann. Schon. Aber nicht kopieren darf. Da wir ja das Prinzip des wirksamen Kopierschutzes bei uns haben, den man nicht brechen darf. Das heißt, wir haben zwar das Recht auf eine Privatkopie, aber de facto nicht das Recht zu kopieren. Was es dann relativ schwierig macht, seine Privatkopie anzufertigen. Wo das interessanterweise noch ein bisschen krasser ist, ist ja bei den Online-Spielen. Das werden dann vermutlich viele Nichtspieler nämlich gar nicht auf ihrem Bildschirm haben oder gar nicht wissen, dass es nämlich da mit dem DRM immer weitergeht. Ja, da ist es ja auch genau in die falsche Richtung, nämlich eben auch kundenunfreundlich, kundengängelnd. Da gibt es ja so Sachen wie zum Beispiel die Online-Pflicht. Ja, was manchmal blöd ist, wenn man zum Beispiel im Zug fährt und plötzlich ist kein Netz mehr da. Dann kann man sein Spiel nicht mehr spielen. Genau, dann pausierst du so lange, bis du wieder dein Netz meine hast. Meine Güte, ne? Das ist ja. Oder wenn du ins Ausland fährst, ich meine, das ist ja gar nicht, da möchte man ja gar nicht drüber nachdenken, dass man mit irgendwie seinen Kindern ins Ausland fährt und hat dann ein Spiel mitgenommen, was man aber da nicht nutzen kann, weil plötzlich das Smartphone sich in ein dummes Phone verwandelt, weil man halt keinen Netzzugang hat, sondern nur noch mit Roaming für teuer Geld. Und dann ist halt wirklich die Frage, also die Leute, die sich das aus dem Internet kopieren, haben oftmals diese Probleme nicht. Da gibt es dann kleine Programme, die erstmal den Kopierschutz abschalten und damit eben auch diesen Online-Schutz, in Anführungszeichen.
oder diese Online-Pflicht. Und da fragt man sich dann als zahlender Kunde schon irgendwie, ob man jetzt gerade irgendwie der Depp ist, weil man Geld dafür hinlegt, dass man gegängelt wird. Ja. Und ja, der kein Geld hinlegt, wird nicht gegängelt. Ja, das ist halt was die Industrie da noch nicht verstanden hat, dass das nichts bringt. Also es hilft effektiv einfach nicht, die Kunden da so zu gängeln. Ja. Ein anderer Punkt, der immer auch gerne genommen ist, ist eine bestimmte Anzahl von Registrierungen, die maximal benutzt werden können. Das heißt, ich muss mein Spiel aktivieren, wie das bei Software. Ja, das ist ja auch ein beliebtes Apple-Ding. Genau. Ja. Adobe hat es auch. Dass man halt das ist zum Beispiel meine Apple-Musik, kann ich halt nur auf 5 Geräten hören. Ist aber jetzt irgendwie schon doof, weil, also ich habe halt 2 Wohnungen, das heißt, ich habe da 2 Desktop-Computer, dann habe ich im Büro einen Desktop-Computer, dann habe ich einen MacBook Pro, dann habe ich vielleicht noch hier so ein MacBook Air, dann habe ich noch ein iPhone, dann habe ich noch ein iPad und dann habe ich vielleicht irgendwann sogar den zweiten iPad. Das heißt, ich habe 8 Geräte, kann aber die Musik nur auf 5 Geräten hören. Da frage ich mich doch, wie bitte? Ich habe das bezahlt. Ja, ich will das natürlich auf allen Geräten haben. Ja, wobei die Telekom noch dazu kommt und mir verboten hat, einen zweiten iPad zu haben, weil ich zu viele Partnerkarten benutze. Da muss ich einen neuen Vertrag machen. Wenn ich dann nichts mit der Telekom gemacht habe, da hat sich die Telekom wieder das eigene Fleisch geschnitten, weil sie jetzt kein Geld verdienen. Also, das ist irgendwie kleiner Schwank. Das war jetzt abschweifend. Aber es geht halt in die gleiche Richtung, dass sie es einfach nicht begreifen. Also es ist einfach realitätsfremde Lösung. Genau, und dann hat er noch große Wellen geschlagen, das genannte Origin Software. Also es gibt so eine Plattform, die heißt Steam, das werden die meisten wohl kennen. Ja. Da kann man sich Spiele runterladen. Also man kann sie kaufen und dann anschließend runterladen und dann spielen. Und diese Plattform handelt das halt alles und ist eigentlich relativ akzeptiert. Und dann haben andere Hersteller halt gemerkt, dass sie vielleicht doch selber ihre Plattform haben möchten, damit sie jetzt nicht das Geld noch an jemand anderen abdrücken müssen. Und dann hat sich EA dazu entschieden, dass man doch Origin mal machen will. Das war auch lange in den Medien, weil es diverse Mängel hat, nämlich Datenschutzmängel und auch Performance-Mängel, weil es eben den Rechner durchsucht und eben auch viele Haken hatte, die inzwischen ein bisschen ausgemerzt sind. Ich habe mich da jetzt nicht weiter befasst, aber es war auf jeden Fall was eben auch in ganz klein diese Gängelung mit reingeht, die man nicht haben will. Vor allem nicht, wenn man Geld zahlt. Ja. Das ist halt einfach die Logik, die mir noch keiner erklären konnte, warum man die ehrlichen Kunden gängelt, wenn es die unehrlichen Kunden eh nicht trifft. Ja. Naja, nee, das ist wirklich wenn man immer drüber nachdenkt, dann kriegt man irgendwie so einen Hals, weil man denkt, also wie können die Leute nur so dumm sein? Also gerade die dann immer schimpfen. Naja. Ja. Genau. Also wir hatten eben schon mal iTunes kurz angesprochen, hat er dann schon. Ja, wir müssen mal ein bisschen auf die positive Seite kommen. Genau. Was heißt positive Seite? Auf die, wie ist es denn, wenn ich es dann doch kaufen möchte, Seite? Und da gibt es iTunes. Ja. Alle sagten Hurra, weil ich konnte MP3s kaufen. Ja, erstaunlich ist, dass es eben immer nur noch iTunes gibt, dass da irgendwie auch keine Vielfalt entsteht. Es gab interessanterweise zwischenzeitlich auch so einen Online-Store, wo man MP3s kaufen konnte, was dann so auf russischen Servern war, wo das die Legalität dann ein bisschen unklar war, aber das war also eher so eine Randerscheinung, die da nicht so reingespielt hat, nur um es nochmal kurz auch zu erwähnen. Aber iTunes war dann so der heilige Gral eigentlich, wo alle gedacht haben, oh mein Gott, jetzt kommt dieses MP3 und die Welt geht unter. Und dann kam das Geld für den legalen Content. Ja, ja. Naja, es ist schon unheimlich interessant eigentlich. Das Geschäftsmodell von Apple scheint mehr und mehr zu sein, praktisch die Dummheit der
ja, vielleicht nicht unbedingt die Dummheit der Apple-User, die vielleicht auch, aber die Dummheit vor allen Dingen der anderen, also ja nicht der Konkurrenten, das sind ja eigentlich keine Konkurrenten, sondern von bestimmten Industriezweigen sozusagen. Ne? Also die haben es, also die, es ging ja los mit Sony und so, also die Content-Industrie, die hat sich begriffen, hat Apple denen das Geschäft abgeschnitten und inzwischen ist Apple derjenige, der die meiste Musik verkauft. Ne? Dann ist Apple als nächstes hat den Telefonmarkt sich einverleibt und ist jetzt der Hauptanbieter für Telefone und kriegt auch von den ISPs noch Geld, also von den Telefongesellschaften. Also da muss man schon sagen, das ist schon ziemlich geschickt, wie Apple da vorgegangen ist. Und die anderen sind einfach doof. Also das ist, ja. Das ist schon erstaunlich. Also, genau. Also Apple hat da auch einige coole Stunts gemacht. Also am interessantesten finde ich immer noch, dass sie sich ja wahrscheinlich ungern, aber dann doch darauf eingelassen haben, DRM in ihre Musik zu packen. Ja. Also DRM ist dann, haben wir schon gesagt, Digital Rights Management. Das ist das, warum meine CD dann nicht läuft. Genau, dass die Rechte, so, wie ich das abspielen darf, quasi digital gemanagt werden. Ja. Und darauf haben sie sich dann eingelassen. Und dann wurde iTunes immer größer und immer größer und immer größer. Und dann hatten sie irgendwann die Marktmacht, tatsächlich den Labels zu diktieren, dass es jetzt kein DRM mehr gibt. Ja. Und tatsächlich konnten sich die Labels das dann nicht mehr erlauben, jetzt zu sagen, nee, dann gehen wir aus iTunes raus, weil iTunes war halt das System, wo Leute ihre Musik kaufen. Und wenn die Musik nicht in iTunes war, dann kaufte man halt andere Musik. Ja. Genau. Und deshalb haben sie es dann ja auch mit dem DRM gekippt. Also das war natürlich dann auch vorteilhaft. Also ist nicht alles schlecht bei Apple. Also sie haben sie schon gemerkt, wie man es macht. Also die merken es halt, während es die anderen halt nicht merken. Genau. Also das ist schon, ja. Genau. Dann habe ich noch zwei Sachen. Du hast noch Goodieboard und Klone hier auf der Liste. Ja, das haben wir aber irgendwie schon behandelt. Das haben wir, ja, das haben wir nicht so ganz behandelt. Das war aber eigentlich ein Randaspekt. Also das Goodieboard ist halt so ein Internetforum, wo es eine genannte Börse gab, wo eben getauscht wurde, wo eben die aktuellen Möglichkeiten zum Teilen von Dateien diskutiert wurden und eben auch viel angeboten wurde. Mhm. Und das wurde dann irgendwann überführt quasi, also es wurde von verkauft und übernommen und wurde dann quasi in ein legales Angebot überführt, sodass diese Börsen quasi rausgekippt wurden. Interessanterweise haben plötzlich Leute komplette SQL-Dumps von diesen Börseforen gehabt und konnten die dann unter neuen Namen dann wieder einstellen. Also es wäre quasi so eine Quelle, wo man den Links für diese One-Click-Hoster herbekommen würde. Mhm. Ja. Genau. Jo. Genau, jetzt bei dem anderen hatte ich allerdings noch Sachen, was mich in Deutschland zumindest neu ist Spotify aktuell. Ah ja. Gab es auch vorher schon Konkurrenz, aber Spotify hat jetzt so für den Presse-Impact gesorgt. Da waren sie doch besser als ihre Konkurrenten. Das Spotify-Prinzip ist eigentlich relativ einfach erklärt. Funktioniert nämlich auch abonnementmäßig. Das heißt, man zahlt einen Betrag und kann dann verschiedene Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ja. Das fängt an von ich kann meine Musik streamen online und kann mir quasi alle Titel, die zur Verfügung stehen, und die Bibliothek ist groß, alle Titel zu jeder Zeit, die ich möchte, anhören. Also eigentlich ein extremst cooles Modell. Es gibt dann noch ein höheres Abonnement, da kann ich die dann sogar runterladen auf meine Devices, auf meine mobilen Devices, damit ich es eben auch mobil hören kann, ohne den Traffic zu verbraten, wenn ich jetzt natürlich keine Flatrate mit viel Inklusivvolumen habe, kann ich mir das dann einfach zu Hause im WLAN schon ziehen. Und das ist eigentlich das, was es schon seit langer Zeit geben müsste. Ja. Also wir sind da wirklich
Das ist eins der Geschäftsmodelle. Genau, genau. Im Jahr 2012 oder im Ausland gibt es schon ein bisschen länger, aber in diesem Jahrzehnt, sage ich mal, sind wir dann endlich da angekommen, wo wir zumindest in Ansätzen angekommen, wo wir hinwollen, nämlich zu einem Angebot, das uns alles gibt als Flatrate, was wir wollen, und wir können uns aussuchen, was wir nehmen. Das ist eben dieses Flatrate-Konzept, was sich in diese Gesellschaft eigentlich eingebrannt hat mit den DSL-Flatrates, dass man einfach Geld rein, irgendwo Geld hinwirft und bekommt, was man möchte, so viel wie man möchte. Mhm. Ja, naja, das ist halt, man sieht, es gibt eben auch neben iTunes noch andere Geschäftsmodelle. Genau. Genau. Interessanterweise, da ist, glaube ich, Spotify, die immer noch keine Einigung mit der GEMA haben, weil die Verhandlungen so schwer sind, aber man ist da beidseitig in guter Aussicht, dass man zu einer Einigung kommt. Aha. Anders als zu vielleicht dem letzten Punkt, den wir ansprechen, YouTube, den wir eben schon mal kurz vorgezogen hatten, aber der in Deutschland wirklich für Probleme sorgt. Und zwar nicht nur Probleme bei den Konsumenten, sondern eben auch Probleme bei den Labels, ihren Verwertern, zur GEMA. Denn die Labels möchten gerne, die haben entdeckt, dass YouTube ja doch vielleicht gar keine so schlechte Idee ist und man das für Werbezwecke doch nutzen kann, und möchten da gerne ihre Musik draufstellen. Dann kommt die GEMA als Verwerter und sagt, nö. Also entweder ihr zahlt das dann, oder Google zahlt es dann als Inhaber von YouTube. Allerdings möchte keiner von beiden zahlen. Und so haben wir in Deutschland aktuell das Problem, dass wir immer diese schöne Fehlermeldung bekommen, die wir bekommen, wenn wir GEMA-geschützte Sachen abspielen wollen. Ja. Und es ist eigentlich schon traurig, dass es da wirklich von beiden Seiten, das ist ein bisschen intransparent, zumindest ist es schwierig, da wirklich, also handfeste Zahlen bekommt man da irgendwie nicht. Beide berufen sich dann darauf, dass ja der andere es nicht möchte, und es gibt Geheimhaltungsklauseln, wie das halt bei so Verträgen ist. Auf jeden Fall können sie sich nicht einigen. Also YouTube sagt, es ist zu teuer, die GEMA sagt, es ist zu wenig. Und so ist es halt in Deutschland aktuell ziemlich behandelt. Ja, na, da muss doch mal noch was passieren. Da muss na, eindeutig YouTube was passieren. YouTube ist auch ein Geschäftsmodell und sicherlich auch ein gangbares und auch eins, wo die Urheber letztlich ja auch beteiligt werden können. Das passiert ja in anderen Ländern, nur in Deutschland passiert das nicht richtig, weil es halt diese Werbeeinnahmenbeteiligung irgendwie nicht gibt, oder das geht nicht, weil die GEMA das nicht kann oder so, das ist halt das Problem. Ja. Da gehen einfach die Ansprüche, soweit ich mitbekomme, kommen einfach auseinander, wie viel Geld denn jetzt wirklich für so ein Video gezahlt werden soll. Weil die GEMA sagt, damit kann man irgendwie gerade mal ein Brötchen bezahlen als Urheber, und Google sagt allerdings, es zieht uns die Hosen aus. Naja, und ohne Verträge kann man jetzt schlecht prüfen, wer da jetzt recht hat. Wahrscheinlich haben beide aus ihrer Sicht recht, aber als Konsument wäre es natürlich wünschenswert, wenn die sich mal einigen würden. Naja. Naja, also das ist, da muss dann noch so einiges geschehen. Das heißt, es ist schon viel passiert. Das heißt, wir haben Ansätze von Möglichkeiten, unser Geld loszuwerden und unseren Content zu bekommen. Aber so wirklich toll ist es noch nicht. Ja, naja. Ja, ich denke, wir müssen irgendwie zum Ende kommen, denn das ist mit der Geräuschkulisse wird immer schlimmer. Sind ja auch schon lange genug dabei. Die Nierencat fliegt hier rum. Ja, genau. Hör's. Naja, man hört's. Wie siehst du denn jetzt die Zukunft mal so kurz zusammengefasst? Oder? Es ist also sehr, sehr schwierig. Also ich sehe das mit diesem DRM wirklich sehr schmerzhaft. Und ich sehe immer noch nicht, dass da wirklich das Umdenken stattfindet. Zwar ist dieses Thank You bei der Blu-ray schon, also ich glaube, das hat viel Kraft gekostet, bis das endlich mal in die Köpfe kam. Mhm. Aber dass man den Konsumenten Sachen verbieten muss, damit sie ihr Geld den Verwertern geben, das ist etwas, womit ich einfach, was ich nicht verstehen kann. Also dieses ganze DRM ist eigentlich Qual. Mhm. Es behindert, genau.
es stört und es stört ja, eigentlich es bringt, nur die Leute, die Geld bezahlen wollen. Naja, also es bringt eben auch nichts für die, genau. Ja, für die Urheber. Ich meine, um die soll es ja gehen. Genau. Wenn, und, wenn ich kein Geld bezahle für mein Konto, dann haben weder die Urheber was davon noch die, die Verwerter. Ja. Wenn ich mich dazu genötigt sehe, es nicht zu konsumieren oder eventuell auch nicht legal zu konsumieren, ja, dann ist keinem was geholfen. Also ich habe da jetzt auch nicht die Patentlösung, wie man das machen könnte. Allerdings bin ich ein großer Freund von Urhebern. Ob man jetzt diese Verwertungsgesellschaften braucht oder nicht, das ist halt eine Frage, die viel Spielraum bietet. Aber ich bin der Meinung auf jeden Fall, dass es mit den richtigen Angeboten eindeutig funktionieren kann. Denn diese These, die wir von den Verwertern gehört haben, dass sobald es was Kostenloses gibt, kein Mensch mehr Geld bezahlt, die ist meiner Ansicht nach völliger, also völliger Blödsinn. Wie gesagt, es gibt das ja nicht kostenlos. Wir haben es ja durchgesprochen auch mit den also um es wirklich so, kostenlos zu bekommen, ist nicht kostenlos. Du hast entweder die Gefahr abgemahnt zu werden, du hast elendige Wartezeiten und viel Werbung und eventuell, also was wir weggelassen haben, war auch, dass natürlich die Werbung da immer untersetzt ist mit Abo-Fallen, mit falschen Virenmeldungen, teilweise auch mit echten Viren, die einem da versucht werden unterzuschieben. Also das ist nicht das Internet, wo man sich gerne rumtreibt. Genau. Die Leute machen es trotzdem aus. Ja, weil sie nicht anders können. Das ist Grund. Das ja. Ding. Ne? Ich meine, genau. Dieses Kino-TO, das ist halt... wenn man auf die Straße geht oder einen Schulhof geht und fragt, hier, kennst du Kino.to? Da wird man aber viele Ja's und wenig Nein's hören. Und wenn man dann noch fragt, wer es benutzt, dann sieht das nicht anders aus. Ja. Es fehlen wirklich die guten Dienste, die uns den guten Content bequem, ohne Gängelung nach Hause bringen. Ja, schönes Schlusswort. Damit schließen wir. Vielen Dank. Danke dir. Ja, und bis demnächst. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.